Herr Ministerpräsident, lieber Kollege Biedenkopf, ich begrüße Sie sehr herzlich im Auditorium Maximum der Universität Hildesheim. Ich nutze die Gelegenheit, um Professor Gehler sehr herzlich dafür zu danken, dass er die Europagespräche am Leben gehalten hat und Herrn Siegers von der Volksbank, dass sie weiterhin das Projekt fördern. Es stand auf der Kippe und zwar deshalb, weil Professor Gehler das zweite Mal einen Ruf aus dem Ausland bekommen hat, dieses Mal von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, davor von einer Universität. Und ich bin sehr glücklich, Herr Gehler, dass es mir gelungen ist, auch in finanziell schwierigen Zeiten Sie davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, in Hildesheim zu bleiben. Und Sie sehen, Herr Siegers, wie wichtig Ihre Investition ist. Sie leisten auch dazu einen Beitrag. Und Sie sehen, Herr Professor Biedenkopf, wie wichtig Ihr Kommen ist. Sie leisten auch einen Beitrag dazu, dass Herr Gehler sagt, ich habe eine tolle Reihe, die Europagespräche. Ich hole sehr erfahrene, kompetente, herausragende Verantwortungsträger nach Hildesheim ins Audimax. Und die Terminfestlegung geschah ohne Rücksprache mit mir. Gott sei Dank, denn ich hätte dringend davon abgeraten, es in der letzten Vorlesungswoche am Montag in Unkenntnis der meteorologischen Voraussage, aber in Ahnung, dass es heiß werden kann, dieses heute durchzuführen. Herr Gehler, auch das gibt Ihnen recht und ich begrüße sehr herzlich die zahlreichen Hörerinnen und Hörer, die an den Europagesprächen regelmäßig teilnehmen. Ich freue mich, dass Sie heute ins Audimax gekommen sind. Wir hatten auf Regen gehofft, dann hätten wir 500 Sitzplätze gebraucht. So ist Sonnenschein, es sind 250 da. Sie sind uns herzlich willkommen und wir wollen das fortsetzen. Ein letztes Wort. Professor Biedenkopf zählt sicherlich zu den herausragenden Politikern der Bundesrepublik Deutschland mit einer sehr langen Vita in unterschiedlichen Diensten in dieser Republik. Und wir haben uns vorher kurz ausgetauscht, wir sind uns einmal begegnet und ich verstehe überhaupt nicht, warum er sich daran nicht erinnert, vor 30 Jahren in Harvard. Es war bei einem Empfang, aber das Wunderbare ist, wir haben einige gemeinsame amerikanische Freunde, deren Lebensweg wir in unterschiedlichen Funktionen verfolgen. Dass Sie, Herr Biedenkopf, mit Ihren Kenntnissen und Ihrem beruflichen Hintergrund heute zu uns sprechen und zu diesem aktuellen Thema, das, glaube ich, in Deutschland intellektuell, diskursiv noch nicht genügend behandelt wird, ist besonders wichtig. Meine frühere persönliche Referentin, Frau Dr. Wildenhahn, ist heute beim Chef des Bundespräsidialamtes in Berlin tätig. Und ich habe ihr gesagt, sie möge doch dem Staatssekretär sagen, dass er Europagespräche ins Leben ruft. Denn wir sehen, dass in Paris und in Rom Intellektuelle über die Zukunft Europas diskutieren. In Deutschland geschieht das aus meiner Sicht zu wenig, insbesondere in Berlin und aber auch in Orten wie in Hildesheim bedarf das Thema Europa jenseits der Diskussion, ob Kredite nach Griechenland weitervergeben werden oder nicht, eines intellektuellen Diskurses. Unser Stiftungsratsvorsitzender Dr. Jürgen Stark, früher EZB, beteiligt sich an diesem Diskurs in seinen Foren und ich bin sehr froh, dass er sich bereit erklärt hat, seine ehrenamtliche Tätigkeit als Vorsitzender des Stiftungsrats der Universität Hildesheim fortzusetzen. Aber wir brauchen mehr solche Diskurse und deswegen, lieber Herr Gehler, von mir die Zusage, auch die Hochschulleitung wird Ihre Europagespräche weiterhin unterstützen und noch einmal an Sie, Professor Biedenkopf, ein herzliches Willkommen, dass Sie hier in Hildesheim sind. Dankeschön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Kollege Gehler, lieber Herr Präsident und vor allem sehr geehrter Herr Kollege Biedenkopf. Ich hoffe, Sie vergeben mir die anmaßende Anrede, aber die Gelegenheit war so verführerisch und sie wird ganz bestimmt nicht wiederkehren. Denn Professor Kurt Biedenkopf, der Gast und Festredner des heutigen Abends, ist neben sehr vielen Dingen, die zu dem besonderen Gast machen, auf den wir uns freuen, auch Hochschulprofessor und er war auch einmal Dekan seiner Fakultät und ist deswegen tatsächlich Kollege. Natürlich ist er alles andere als das. Professor Biedenkopf ist ein Ehrengast von ganz besonderer Art, eine Ausnahmepersönlichkeit aus sehr vielen Gründen. Denn seine Biografie spiegelt, glaube ich, eine souveräne, höchst eindrucksvolle Kombination von kontemplativer, produktiver und regulativer Lebensführung wider. Wenn Sie gestatten, möchte ich ein paar Worte dazu sagen. Für einen Entwicklungspsychologen ist ein Blick auf einen Lebenslauf immer reizvoll, aber dieser sehr spezielle Lebenslauf ist, glaube ich, auch über den besonderen Einzelfall hinaus ein bisschen lehrreich.
Kurt Biedenkopf hat Rechtswissenschaft und Volkswissenschaft studiert. Nicht nur in München, nicht nur in München und Frankfurt, sondern auch in den USA. Davidson habe ich gelesen, North Carolina. War also schon interdisziplinär und international orientiert, als hierzulande die meisten noch partikulär und regional orientiert waren. Er war seiner Zeit damals schon deutlich voraus. Wer weiß, ob die Zeit ihn inzwischen eingeholt hat. Nach dem Studiumabschluss, Promotion und Habilitation wurde er schon mit 34 Jahren auf eine ordentliche Professur für Handelswirtschaft und Arbeitsrecht der Ruhr-Universität Bochum berufen. Und schon dies darf man ganz gewiss eine eindrucksvolle Karriere nennen. Viele, die das nicht erreichen, werden ihn bewundern. Manche von denen, die wenigstens annähernd Vergleichbares geleistet haben, werden sich damit begnügt haben. Für ihn war das eher ein Einstieg. Die Berufung war ganz offensichtlich eine andere, gestaltend zu sein. Diesen Ruf hat er früh angenommen. Er wurde Rektor seiner Hochschule, heute heißen die Präsidenten. Er war Vorsitzender der Hochschulrektorenkonferenz, alles innerhalb weniger Jahre. Eine Wissenschaftskarriere aus dem Lehrbuch. Aber vielleicht doch ein wenig zu fern der Wirklichkeit. Offenbar jedenfalls schien ihm nicht nur der Blick, sondern der wirkliche Schritt auf die andere Seite des Zaunes unerlässlich. Und so wechselte er als Mitglied des zentralen Vorstandes des Henkel-Konzerns in Düsseldorf in die Wirtschaft. Und dazu gehört, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht nur Talent, nicht nur Fleiß, nicht nur Kompetenz auf sehr vielen Ebenen. Dazu gehört vor allem eine gehörige Portion Mut, denn es ist sehr viel einfacher, die Welt von der sicheren Höhe des Elfenbeinturmes herab zu betrachten und zu kommentieren, als sich in den Strudel der Wertschöpfung tatsächlich zu stürzen. Denn hier kann die Frage, ob man erfolgreich ist, nicht durch Nachfrage nach Begriffsdefinition und Operationalisierung von Erfolg abgewehrt werden. Hier muss man sich dem harten Wettbewerb tatsächlich stellen, der in genau einer Währung entschieden wird, nämlich der jeweils gültigen. Diese Doppelkarriere und die mutige Gestaltungskraft, die sich in ihr zeigt, ist nun ganz gewiss außerordentlich. Und doch, wäre dies nur sein besonderes Profil, so bewundernswert und so außerordentlich es wäre, wir würden ihn vermutlich doch nicht kennen und möglicherweise wäre er heute nicht hier. Denn Kurt Biedenkopf ist noch einen Schritt weitergegangen. Er hat auch die Übernahme nationaler Verantwortung über ein konkretes und ja gewiss anspruchsvolles Tätigkeit hinaus nicht gescheut. Er wurde 1973 als Generalsekretär der CDU gewählt, 1976 erstmals in den Deutschen Bundestag. Nun ist es leicht, wie wir alle wissen, über Politik und die, die sie machen, zu lästern. Und vielleicht ist nicht alle Kritik an Politikern unberechtigt. Ich bin sicher, unser Ehrengast würde dem nicht widersprechen. Aber wir, die wir in unseren vielleicht nicht mehr neuen, aber dafür sicheren und unbedrohten Sesseln sitzen und dies kritisieren, wir übersehen und unterschätzen leicht, wie ungleich viel schwerer, wie viel verantwortungsvoller, wie viel herausfordernder es ist, sich dem Druck zu stellen, wirklich gestalten zu wollen. Aus einem sicheren Lehrstuhl erst in den Drehstuhl der freien Wirtschaft und von diesem dann in den Schleudersitz der Politik zu wechseln, ist wirklich etwas Besonderes. Professor Biedenkopf war, als er diesen Weg verfolgte, deutlich jünger, als ich es heute bin. Und Sie haben, sehr verehrter Herr Professor, in den vielen Rollen, die nun kamen, die Geschicke Ihres, unseres Landes sehr erfolgreich mitgestaltet und das andere Länder auf diese Weise dann auch. Es würde den Rahmen sicher sprengen, alle Schritte nachzuzeichnen, die nun folgten. Ich möchte pars pro toto nur den vielleicht größten nennen. 1990 wurde Professor Biedenkopf als erster Ministerpräsident des neu oder man kann auch sagen wieder entstandenen Freistaates Sachsen gewählt und hat sich in diesem Amt bis 2002, also 12 Jahre lang, für das Gedeihen dieses Bundeslandes engagiert. Das ist eine lange Zeit. Man muss dazu wieder und wieder gewählt werden. Man muss Erfolg an Erfolg knüpfen, man muss viele Menschen davon überzeugen, dass die Erfolge auch Erfolge waren. Man muss diejenigen, die sie einem missgönnen, gewinnen, an ihnen teilzuhaben und vieles andere. Das ist schon generell selten. In einer Zeit des schnellen Wandels, der wechselhaften Konjunktur, in einer Zeit des schwierigen Neuaufbaus, ganz sicher eine Ausnahme. Man könnte denken, dass dieses Programm nun gewiss abendfüllend gewesen sein muss, kein Raum mehr für anderes gelassen hat, schon gar nicht fürs Nachdenken. Umso verblüffender ist, dass Professor Biedenkopf der Wissenschaft über all die Jahre treu geblieben ist. So wurde er zum Beispiel 1990 auf eine Gastprofessur für Wirtschaftspolitik der Universität Leipzig berufen. Er war 2003 bis 2005 Präsident der Dresden International University, ist seit 2003 Vorsitzender, seit 2010 Ehrenvorsitzender des Kuratoriums der Hertie School of Governance in Berlin. Im Augenblick ist er auf einer Forschungsprofessur des Wissenschaftszentrums engagiert. Und wenn man diesen Lebensweg ansieht, dann erkennt man, und ich gestehe ein bisschen beschämt, dass hier einer nicht einfach die Seite gewechselt hat, von der Reflexion auf die Seite der Macht,
sondern die Reflexion eben nicht abgelegt hat. Vielmehr beides ernsthaft verbunden hat. So wird Verantwortung verantwortlich und so wird sie in der Tat vorbildlich. Und ich kann dies formulieren, ohne in jedem einzelnen Punkt mit Ihnen übereinstimmen zu müssen. Wenn ich Ihren Lebenslauf und Ihre Äußerungen richtig wahrnehme, wäre Ihnen vorbehaltlose Zustimmung auch gar nicht recht. Denn bedingungslose Zustimmung ist, glaube ich, auch Ihre Sache nicht. In Ihrem 2006 erschienenen Buch über die Ausbeutung der Enkel, wenn ich es richtig verstehe, denken Sie dabei durchaus auch an Ihre eigenen, mahnen Sie zur Rückkehr in die Eigenverantwortlichkeit, in die Weit- und in die Vorsicht, mit einem Wort zu einer Rückkehr zur Vernunft. Ich hoffe zuversichtlich, dass Sie uns dies heute Abend auch für unsere Haltung zu Europa ins Stammbuch schreiben werden. Wir haben die Wahl, so haben Sie es vor 2 Jahren in einem Buch formuliert. Und es ist nicht schwer zu raten, welche Wahl Sie uns empfehlen, Verantwortung zu übernehmen. Für sich selbst, für die Familie, auch für die Gemeinschaft, in und von der wir alle leben. Das darf nicht immer durch die weitergreifende Delegation in den Staat, der es dann bitte richten soll, ersetzt oder erodiert werden. Niemand hat uns das glaubhafter, engagierter, konsequenter vorgelebt als Sie selber, Herr Professor Biedenkopf. Und so ist Ihr Vortrag bei uns heute in Hildesheim nicht nur eine besondere Ehre für uns, nicht nur eine große Freude, nicht nur spannend, bestimmt auch lehrreich, instruktiv. Ihr Besuch ist zugleich eine Mahnung, ein Maßstab an uns, an dem wir uns spätestens von heute an werden messen lassen müssen. Und nicht nur für Ihre eindrucksvolle Lebensleistung, sondern auch dafür, uns daran erinnert zu haben, was ernsthaftes und verantwortungsvolles Engagement, was eben Verantwortungsübernahme bedeutet, gebührt Ihnen unser tiefer Dank. Und deswegen ist es heute Abend ein wirkliches Privileg, Sie als den besonderen Gast des Abends begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag, Herr Kollege. Magnificenz, Sie kommen mit dem Pult besser zurecht als ich. Magnificenz, Spektabilis, lieber Herr Kollege Gehler, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studentinnen und Studenten, soweit Sie nicht das getan haben, was ich möglicherweise auch getan hätte, nämlich die Sonne zu nutzen, statt die Worte der Weisheit. Spektabilis, Sie haben über mich in einer Weise gesprochen, die mich verwirrt. Ich verstehe das alles, was Sie sagen. Ich möchte 2 Bemerkungen nur zu Ihren biografischen Anmerkungen machen, die den Wechsel angehen. Sie haben gesagt, es wäre sicher plausibel gewesen, dass ich aus der Wissenschaft in die Wirtschaft gegangen wäre. Die Entscheidung habe ich eigentlich gar nicht getroffen, die hat mein Lehrer getroffen. Ich habe meinen Lehrer Kuing, den ich sehr verehrt habe, unter den 3 Lehrern, die ich immer um Rat gefragt habe, nach der Anfrage von Konrad Henkel gefragt, was ich tun soll. Denn ich fand mich eigentlich an der Universität sehr schön aufgehoben und wohl und hatte viel vor. Und da hat er mir gesagt, Herr Biedenkopf, wissen Sie, es schadet Ihnen nichts, wenn Sie mal praktizieren, was Sie predigen. Das habe ich dann auch befolgt, diesen Rat, in der Annahme, dass ich in 5 Jahren wieder zur Universität zurückkehre. Und dann war ich 3 Jahre bei Henkel und dann wollte Helmut Kohl, dass ich sein Generalsekretär werde. Und dann bin ich zu meinem Vorgesetzten und Freund Konrad Henkel gegangen und habe gesagt, ich habe diese Anfrage vorliegen, was soll ich tun? Ich bin ja viel zu kurz hier, um schon wieder gehen zu können. Und dann sagt er, da haben Sie recht, aber, und dann hat er etwas Englisch zu mir gesagt, weil er auch die englische Sprache ganz gern benutzte. Er sagte, this is a call to public duty. Das ist ein Ruf in die öffentliche Verantwortung. Und das kann man nicht ablehnen. Er selbst würde das sehr bedauern. Ministerpräsident in Sachsen war nie, wie die Leute heute sagen, auf meinem Schirm. Das Letzte, an was ich gedacht hätte, war das.
bis mich aus Chemnitz ein Anruf erreichte, mitten in der Nacht im Übrigen, von Lothar Späth, der ganz offensichtlich kein besonderes Verständnis für schlafende Freunde hatte, der mir mitteilte, dass sie hier zusammensäßen in Chemnitz und dass sie viele Leute beraten hätten und es jetzt leid wären und ob ich bereit wäre zu kandidieren. Und da habe ich gesagt, ob er sich wirklich vorstellen könnte, dass ich eine Frage nachts um 12:30 beantworte. Hat er gesagt, es sei überhaupt kein Problem, ich hätte Zeit bis 7:00 morgens. Und ich habe dann mit ihm gehandelt, um wenigstens bis 8:00 Zeit zu haben, damit ich noch einige Freunde fragen konnte, was sie davon halten. Intern jetzt im Sinne zwischen meiner Frau und mir, war die Sache nach einer halben Stunde klar. Ich hatte Kontakt nach Leipzig. Ich hatte dort eine Gastprofessur übernommen. Sie haben es erwähnt. Im Übrigen auf Vorschlag von Kurt Masur, den ich dort kennenlernte. Sie sehen, immer waren es andere Leute, die das gemacht haben. Und Kurt Masur hat mir auf die Frage, wie ich helfen könnte als Jurist und so weiter, die Antwort gegeben, Anfang Januar 1990, Sie müssen hier Gastprofessor werden, dann sind Sie einer von uns. Eine ganz ungewöhnliche Aufforderung. Und ich rief dann abends meine Frau an, die etwas krank war, nicht reisen konnte, aus dem konnte man von Leipzig nicht anrufen, und fragte sie, was sie davon hielt. Das überrasche mich sehr. Und da sagte sie, das musste machen. Ich finde das schön, wenn man Entscheidungen trifft, aber weiß, dass andere sie für vernünftig halten. Insofern war das auch eine gute Sache in meiner Lebensbiografie. Und jetzt aber zum eigentlichen Gegenstand. Es geht um die Entwicklung unserer gemeinsamen europäischen Währung, des Euro, und der Krise, die um ihn entstanden ist. Und die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, wie kam es denn dazu? Kollege Gehler und ich haben heute mehrfach darüber gesprochen, dass man Sachverhalte dieser Art nicht erklären kann, ohne in ihre Geschichte zurückzugehen. Und das ist nicht die Geschichte von gestern, sondern das ist eine Geschichte, die bis in die unmittelbare Nachkriegszeit zurückreicht. Und diese Geschichte hat sehr viel mit dem deutsch-französischen Verhältnis zu tun. Das deutsch-französische Verhältnis wurde von meinem Vater, als er Student in Darmstadt war, noch mit dem Etikett Erbfeindschaft erklärt. Die Franzosen hatten nach dem Ersten Weltkrieg das Ruhrgebiet besetzt. Mitterrand, mit dem ich später darüber sprechen konnte, hielt das für einen Fehler. Er glaubte, dass diese Besetzung verheerende Wirkungen auf die nachfolgende Entwicklung in Deutschland gehabt hätten und hat damit nicht Unrecht. Monet und Schumann standen nach dem Zweiten Weltkrieg vor der Frage, ob sie als Siegermacht wieder dieses Gebiet besetzen sollten oder ob sie einen anderen Weg gehen sollten. Dabei muss man wissen, dass im Deutschen Reich das Ruhrgebiet als die Waffenschmiede Deutschlands galt und dass das Ruhrgebiet eine Art extraterritoriales Gebiet war, in dem keine Universität, nach dem Willen des Kaisers Wilhelm II. Keine Universitäten gebaut werden durften und keine Kasernen. Es war eben tatsächlich die Konzentration der Kraft, aus der das damalige Reich seine militärische Leistungsfähigkeit abgeleitet hat. Man hat damals, das können wir uns heute nicht mehr vorstellen, die Macht einer Nation nach ihrer Stahl- und Kohleproduktion definiert. Das war die Grundlage. Kein Mensch käme auf die Idee, das heute zu machen, was schon zeigt, wie ungeheuer sich die Dinge im letzten Jahrhundert verändert haben. Monet wählte einen anderen Weg. Und dieser Weg war, wenn auch noch nicht im konkreten Blick auf den Euro, aber sein Vorläufer. Er schlug vor, die Kohle und Stahl in Deutschland, in Frankreich und in Belgien zu europäisieren. Und das war die Montanunion.
und die Montanunion war die Geburtsstunde der europäischen Integration. Der Gedanke war, dass wenn man diese damals für so zentral gehaltenen Machtzentren zusammenführe, dass sie dann dem nationalen Zugriff entzogen seien. Und dass man deshalb nicht mehr in der Lage war, diese Leistungsfähigkeit Stahl und Kohle, also vor allen Dingen Stahl, für aggressive Zwecke zu nutzen. Und das war richtig. Und von dieser Überlegung war auch die spätere Wirtschaftsgemeinschaft getragen. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die ja nur wenige Jahre später in Gestalt der römischen Verträge verhandelt wurde und 1957 ganze 12 Jahre nach Kriegsende entstand. Für die jüngeren Leute ist das heute keine besonders eindrucksvolle Geschichte mehr. Aber für die damalige Zeit war es ein unglaublicher Vorgang, dass Frankreich Deutschland nach 4 Jahren bereit war, in eine europäische Organisation aufzunehmen. Dies war der erste Schritt. Der nächste Schritt war die berühmte Begegnung zwischen Adenauer und de Gaulle und das gegenseitige Versprechen eines dauerhaften Friedens. Für uns ist das heute ganz selbstverständlich. Das ist es aber nicht. Sondern nach wie vor ist das deutsch-französische Verhältnis für die Stabilität Europas von entscheidender Bedeutung. Und zur Stabilität gehört eine gewisse Gleichberechtigung. Und um diese Gleichberechtigung zwischen Frankreich und Deutschland ging es vorrangig nach der Wiedervereinigung, weil die Wiedervereinigung Europas und Deutschlands die Balance zwischen Frankreich und Deutschland nachhaltig verändert hat, und zwar zulasten Frankreichs. Frankreich war im geteilten Europa eine Weltmacht im Sinne von Nuklearmacht. Frankreich hatte eine ständige Position im Sicherheitsrat. Frankreich hatte eine besondere Unabhängigkeit von der NATO. Es konnte praktisch entscheiden, ob es mitmacht oder nicht, was es ja auch getan hat. Und Frankreich war als Nation ein gefestigter Begriff. Die glorreiche Nation war die Identität Frankreichs. Mit der europäischen Entwicklung wurde diese Position schon etwas relativiert, aber solange der Kalte Krieg Deutschland geteilt hielt und Frankreich diese besondere außenpolitische Bedeutung gab, war das Gleichgewicht zwischen den beiden austariert, jedenfalls aus französischer Sicht, weil, obwohl Deutschland eine so starke Wirtschaft hatte. Wir können das nicht vertiefen, aber für die Historiker ist es interessant, einfach anzumerken, in der Erklärung dieser ganzen Prozesse, dass die beiden, Frankreich und Deutschland, eine höchst unterschiedliche Verfassung ihrer Wirtschaft haben. Für die Franzosen ist die Wirtschaft eine Verlängerung des Staates. Das geht auf Colbert, den Finanzminister von Louis XIV, zurück, der das so gesehen hat. Und das ist bis heute in den Genen der Franzosen, wie kürzlich der französische Wirtschaftsminister erklärte. In Deutschland ist die Wirtschaft nicht eine Verlängerung des Staates, sondern das genaue Gegenteil. Sie ist frei in ihrer Handlung. Die unternehmerische Legitimation resultiert nicht vom Staat her, sondern von der Freiheit. Und die Machtprobleme in der Wirtschaft werden dadurch gelöst, dass man für Wettbewerb sorgt. So, wo Wettbewerb ist, kann Macht nicht entstehen. Und wo sie trotzdem entsteht, muss sie kontrolliert werden. Das war die Grundthese von Erhard. Und die hat uns außerordentlich weit gebracht. Und jetzt wird Deutschland wieder vereint. Deutschland existiert, Deutschland zeigt der ganzen Welt, dass es mit dieser Wiedervereinigung wirtschaftlich fertig wird, dass es nur wenige Jahre dauert, bis die Wachstumsraten wieder einsetzen auf der Höhe vor der Wiedervereinigung und sich weiterentwickeln. Und dass eine große Zahl von Problemen, die andere Länder haben, in Deutschland so oder gar nicht auftritt. Die Franzosen dagegen verlieren die Bedeutung der Nuklearmacht. Sie hat keine große Bedeutung mehr. Der Sicherheitsrat hat einen wesentlichen Teil seiner Bedeutung verloren durch die Beendigung des Kalten Krieges. Und jetzt treten die wirtschaftlichen Schwächen Frankreichs in den Vordergrund.
Und die Frage ist jetzt, wie kann man das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland wieder stabilisieren? Das ist für die langfristige Zukunft Europas von außerordentlicher Bedeutung. Und jetzt kommt der Vorschlag, wir europäisieren das, was symbolisch die deutsche Kraft ist, nämlich die starke Währung und die Bundesbank. Das war der Vorschlag, wurde schon zweimal vorher behandelt, einmal 1979, einmal 1989, das letztere von Delors. Aber immer, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, war man der Meinung, wenn man das tut, wenn mehrere europäische Staaten eine gemeinsame Währung haben sollen, dann muss es eine europäische Institution geben. In der Zeit vor der endgültigen Entscheidung über den Euro wurde sie Wirtschaftsregierung genannt. In Wirklichkeit, heute wird sie Finanzinstitution genannt, denn in Wirklichkeit ging es um ein zentrales Problem. Nämlich, wie können wir sicherstellen, dass diese neue Währung, die eine starke Währung sein würde und relativ zinsgünstig sein würde, wie können wir verhindern, dass diese neue Währung zu einer Versuchung für die Mitgliedstaaten wird, immer mehr und mehr Kredit aufzunehmen, weit über das hinaus, was sie politisch und wirtschaftlich bewältigen können. Deshalb war auch in Deutschland bis zum Herbst 1997 im Grunde kein Zweifel daran, dass eine Währungsunion ohne diese Institution nicht funktionieren könne. Die Institution wurde aber nicht zustande gebracht. Deutschland und Frankreich konnten sich nicht darauf einigen. Es hätte mit viel Souveränitätsverlusten zu tun gehabt, aber nicht nur das. Und so hat man in Erwartung darauf, dass man das im Verlauf der Europäischen Währungsunion nachholen könne, in Gang gesetzt und gesagt, wir werden das später hinkriegen. Man kriegt aber solche Sachen nur unter Druck hin. Und nachdem die Europäische Währung aktiv wurde, zeigte sich sehr bald, dass keines der Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion sich an die Restriktionen des Finanzverhaltens gehalten hat und halten würde. Jeder hat mehr Schulden gemacht, als er durfte. Denn es gab zwei Kriterien. Einmal die Gesamtverschuldung dürfte nicht mehr sein als 60% des Bruttoinlandprodukts und die konkrete Haushaltsverschuldung pro Jahr auf keinen Fall mehr als 3%. Schon zu Beginn der Währungsunion war deutlich, dass diese Kriterien nicht eingehalten wurden. Italien hatte zum Beispiel 120% Staatsverschuldung, Belgien auch. Und da hat man sich damit getröstet, dass die Italiener das schon in Ordnung bringen. Diese Tröstungen waren eine Wette gegen die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit war, dass die Staaten ohne Kontrolle das nicht zustande bringen. Und in diesem Zusammenhang spielt jetzt wiederum die Geschichte der Mitgliedstaaten eine große Rolle. Die Italiener, haben wir ja schon gehört, sind mit 120% Staatsverschuldung gemessen am Bruttoinlandprodukt in die Währungsunion gegangen. Die Vorstellung, ein Land, das eine große Schwierigkeiten hatte, stabile Regierungen zu bilden. Erst Berlusconi hat das vorgemacht, aber die Regierung war zwar stabil, aber sie war wenig produktiv, um das vorsichtig auszudrücken. Und er hat auch die Schulden nicht gesenkt, sondern weiter ansteigen lassen. Entschuldigen Sie. Ich habe heute Nachmittag mit Herrn Gehler und seinen Kollegen schon sehr intensiv diskutiert und leider bekommen Sie das in meiner Stimme ein bisschen zu hören. Ich gebe mir Mühe. Jedenfalls die Annahme, dass Italien das ohne externen Druck verändern würde, war eine Illusion. Gehen wir die Länder weiter. Portugal. Portugal hatte bis 1974 eine Diktatur. Es hat sich 1974, eine lange Diktatur, aus dieser Diktatur befreit und mühsam und in vorsichtigen Schritten den demokratischen Weg beschritten. Die Annahme, dass diese Regierung so stark sein würde, dass sie der Versuchung widerstehen könnte, ohne von außen
angehalten zu werden, dass sie das tut, war auch eine Illusion. In Spanien war die Lage nicht anders. Spanien war ebenfalls bis Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts eine Diktatur, die sich dann langsam, auch mit Hilfe des Königshauses, aus dieser Situation befreit hat und ebenfalls keine große demokratische Erfahrung hatte. Griechenland war nicht von Anfang an Mitglied. Man hat also die Zahlen, die man bekam, zwar gelesen, aber nicht geglaubt. Das war auch richtig. Allerdings hatten die Griechen dann 4 Jahre später ihre Zahlen korrigiert und der Kommission, nachdem sie aufgenommen waren, und der Kommission die richtigen Zahlen mitgeteilt. Der Europäische Rat hat aber, und die Kommission wollte etwas unternehmen, das hat der Europäische Rat verhindert und gesagt, das kriegen die schon hin. Das Ergebnis kennen wir. Wir haben also eine Entwicklung in Gang gesetzt, die einer Wette gleicht, dass nämlich die Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion ohne externe Unterstützung und notfalls Zwang sich im Rahmen der vorgegebenen Grenzen halten würden. Das galt auch für Deutschland. Auch Deutschland hat die Grenzen überschritten. Jeder war reich an Entschuldigungen für die jeweiligen Schritte. Keiner hatte die Kraft, sich zu begrenzen. Und es ist diese fehlende Kraft, sich zu begrenzen, die die eigentliche Ursache für die Krise ist. Denn wir haben ja in den Haushaltsverhalten auch vor der gemeinsamen Währung schon Probleme mit der Begrenzung des demokratischen Staates in fiskalischer und sonstiger Hinsicht sammeln können. Als Währung ist der Euro ein Erfolg. Wenn man den Euro vergleicht in seinem Verhältnis zum Dollar mit der D-Mark, dann ist er sehr viel stabiler. Die D-Mark hatte Schwankungen von 50% und mehr im Verlauf ihres Verhältnisses zum Dollar. Der Euro hat Pfennig-Schwankungen, höchstens mal 5 Cent. Und dann wird das schon in allen Gazetten berichtet, dass der Euro gefallen oder gestiegen sei. Der Spielraum war zwischen 128 Cent für den Euro und 140 Cent für den Euro über eine lange Zeit. Also die Währung ist eigentlich in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, ist die Gemeinschaft, die die Währung tragen soll. Den ersten Sachverhalt haben wir bereits erwähnt. Der zweite Sachverhalt, oder das zweite, was uns interessieren muss, ist, warum hat man das dennoch in Gang gesetzt? Die einzigen, die im Bundesrat Bedenken dagegen hatten und sich deshalb der Stimme enthielten, bei dem entscheidenden Beschluss, den Euro nun starten zu lassen, war der Freistaat Sachsen. Wir haben damals nach sorgfältiger Beratung auch im Landtag entschieden, mit der Mehrheit der Regierung und der Regierungspartei, dass uns das Risiko zu hoch ist und haben es auch sehr ausführlich begründet. Der sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende, ein Mann, den ich sehr geschätzt habe, hat mir damals in der Debatte zugerufen, ich sollte doch mein Herz über den Zaun werfen. Ich habe ihm geantwortet, dass ich das gerne tun würde, ich wollte aber auch wissen, wo es landet. Und diese Antwort habe ich nicht bekommen. Und das wissen Sie im Grunde bis heute nicht. Nun, was bedeutet das? Das bedeutet zunächst einmal, dass die Länder, die nicht die gleiche Leistungsfähigkeit haben für die Bundesrepublik Deutschland, in einer sehr viel schwierigeren Lage sind als wir. Die Bundesrepublik Deutschland ist bisher der Gewinner des Euro. Die Bundesrepublik garantiert Kredite zu nennenswerten Zinsen, die von den Ländern, die die Kredite aufgenommen haben, bezahlt werden müssen. Die Bundesrepublik Deutschland profitiert von dem günstigen Wechselkurs des Euro in Gestalt einer ständig ausweitenden Exportindustrie. 40% ungefähr des Bruttoinlandprodukts der Bundesrepublik Deutschland werden heute durch den Export verdient. Das heißt, wir haben zwar Risiken auf uns genommen, aber diese Risiken sind bisher noch nicht realisiert. Es ist also unser aller Interesse,
dass diese Risiken nicht auftreten, auch der Deutschen. Dass Deutschland eine starke Wirtschaftsmacht ist und eine stabile Demokratie hat, ist keine Selbstverständlichkeit. Dass es so ist, verdanken wir einmal, ich komme zurück auf Ludwig Erhard und anderen, die daran mitgewirkt haben, einem Wirtschaftskonzept, das in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal so verwirklicht wurde. Dieses Wirtschaftskonzept einer lebendigen, innovativen, nicht durch staatliche Bevormundung in ihrer Entfaltung gehemmten Industrie ist leider in den anderen Staaten so nicht entwickelt, in denen die lange die Diktatur hatten, aus vielen Gründen, die einsichtig sind nicht, in Frankreich aus den von mir genannten Gründen ebenfalls nicht. Frankreich hat zweifellos eine starke Wirtschaft, aber Frankreich hat zum Beispiel kein duales System, in dem junge Leute, die nicht in die Universität gehen, in einer dualen Ausbildung Facharbeiter werden können. Diese Facharbeiterausbildung fehlt. Bei uns blickt sie auf eine fast 500-jährige Geschichte des Handwerks und der späteren Entwicklung des Mittelstandes zurück. Frankreich hat diesen Mittelstand nicht. Es hat auch mittelständische Industrie, aber nicht in dem gleichen Selbstbewusstsein und mit der gleichen Unabhängigkeit von der Pariser Zentrale, wie das bei uns selbstverständlich ist. Das heißt, eine ganze Reihe von ordnungspolitischen Problemen, so wie wir das nennen, also von Problemen, die mit der Ordnung der Dinge zusammenhängen, sind zu klären. Wie macht man das jetzt zwischen den beiden Staaten, Frankreich und Deutschland, ohne Frankreich zu demütigen? Das ist ungewöhnlich schwierig und die wahrscheinlich schwierigste Aufgabe, vor der Angela Merkel steht. Sie hat sich ja zunächst den Ruf geholt, sie sei unerbittlich. Tatsächlich war sie zum Anfang der Finanzkrise, auf die ich gleich noch komme, es hängt ja eng miteinander zusammen, sehr vernünftig, indem sie gezögert hat, einzugreifen, ehe der Internationale Währungsfonds an ihrer Seite stand. Hätte sie nämlich ohne den Internationalen Währungsfonds einzubeziehen, eingreifen müssen, hätte sie die Last der Befehle, wenn man mal sagt, der Befehle, der Forderungen und so weiter an die jeweiligen Länder übernehmen müssen und keiner in diesem Auditorium zweifelt daran, was das bedeutet hätte. Es hat sich ja auch so entwickelt und ich komme gleich darauf zurück. Also sie hat gewartet, bis eine internationale Organisation da war, die nun die Funktion übernommen hat, die es die in der Europäischen Währungsunion fehlte. Das war eine sehr gute und richtige Entscheidung. Inzwischen hat das auch jeder begriffen, dass das unerlässlich war. Das Zweite war, und das ist das zweite Problem, die Illusion, von der man bei der Schöpfung und bei der Gestaltung der Europäischen Währungsunion ausgegangen ist, dass die Länder nämlich das alles selbst schaffen, ohne eine externe Kontrolle, schlägt sich ja auch in den Verträgen nieder, im sogenannten Maastricht-Vertrag. Dort steht drin, dass die Länder nicht verpflichtet werden dürfen, sich gegenseitig zu unterstützen. Dort steht drin, dass die Zentralbank nur keine Staatspapiere kaufen darf, sondern nur den Geldwert regeln darf, also keine Staatspapiere kaufen. Und dort stehen, diese beiden sind die wichtigsten Vorschriften, auch noch andere Dinge drin, die alle davon ausgehen, dass das funktionieren könnte. Heute stehen wir in einer Situation, dass wir merken, dass die wesentlichen Teile dieses Vertrages an der Wirklichkeit vorbeigehen. Und es ist ungewöhnlich schwierig, jetzt auch für das Bundesverfassungsgericht, zu entscheiden, was man mit dieser Diskrepanz zwischen dem, was man sich damals vorgestellt hat und dem, was unvertraglich festgelegt hat und dem, was tatsächlich eingetreten ist, umgeht. Wie geht man damit um? Hält man den Vertrag ein, gefährdet man die Europäische Währungsunion und wahrscheinlich auch die Europäische Union aufs das Nachhaltigste, hält man den Vertrag in den beiden Punkten nicht ein, verletzt man das Recht.
Das ist eine außerordentlich schwierige, eigentlich nicht auflösbare Geschichte. Nun kommen Leute und sagen, ja, dann müssen wir den Vertrag eben vergessen. Ja, aber das geht nicht. Denn der Vertrag regelt das Grundverhältnis in Europa, auf dem die ganze Europäische Union aufbaut, nämlich die beiden Nachbarstaaten und den Kernbereich der Union. Also der Weg ist nicht offen. So müssen wir uns also jetzt dem unterziehen, was die Briten lieber machen als die Kontinentaleuropäer, nämlich muddling through. Also wir müssen versuchen, den Vertrag nicht granatenhart zu verletzen, aber auch auf der anderen Seite nicht die Notwendigkeiten zu ignorieren, die die Wirklichkeit an uns heranträgt. Ich beneide die Mitglieder im Bundesverfassungsgericht nicht. Bisher haben sie das sehr geschickt gemacht. Sie hätten ja sagen können, die Geschäftsgrundlage des Vertrags ist weggefallen, also gilt er nicht mehr. Aber dann hätten wir keine Ordnung mehr gehabt. Sie hätten sagen können, ihr müsst den Vertrag striktissimi einhalten, aber dann wäre die Währung ins Schleudern geraten. Also diesen Weg zu gehen, ist schwierig. Wenn wir jetzt zurückdenken und überlegen uns mal, hätten mit der Währungsunion ein Schiff bauen wollen. Ein Schiff, das dann auch seetüchtig ist und mit dem wir dann die Mitglieder gemeinsam in einem gemeinsamen Geist mit einem gemeinsamen Ziel in See stechen. Wir haben zwar das Schiff gebaut, aber es war nicht fertig. Es hatte keine Rettungsboote, es hatte einen unzureichenden Kompass, es hatte schlechte Karten, nach denen man sich richten konnte, nämlich keine Ziele, und es hatte nachhaltige Defizite auch in der sonstigen Steuereinrichtung. Und man hat sich gesagt, das kriegen wir unterwegs hin, bis es zu einem Sturm kam, und der Sturm war die Finanzkrise. Die Finanzkrise, der Sturm, wieso berührt das den Euro? Die Finanzkrise bedeutete zunächst nichts anderes, als sie die beteiligten Länder zwang, sich um ihre Banken zu kümmern. Denn wenn die Banken in einer Wirtschaftsordnung nicht mehr funktionsfähig sind, ist die ganze Wirtschaftsordnung nicht mehr funktionsfähig. Von einer gewissen Größe, Abteilung, Zeitungsleser unter Ihnen im Wirtschaftsteil wissen das, nehmen Banken eine systemische Gestalt an, das heißt, sie sind für das System unverzichtbar. Das war bei uns zum Beispiel, waren das zwei Banken, in die man ja dann auch eingegriffen hat. In anderen Ländern war es nicht anders. Im Laufe dieses Prozesses wurde den Finanzmärkten deutlich, dass sie Schuldner haben, die jetzt ihre Banken sanieren müssen. Das waren aber auch Länder, die bei ihnen sowieso schon in der Kreide standen. Allerdings bis dahin waren die Finanzmärkte ganz beruhigt, weil die Schuldner ihre jährlichen Zinsen zahlten und auch immer wieder ihre Staatspapiere durch neue ablösten, die sie natürlich dann auch, das Geld mussten sie auch leihen. Jetzt wurden die aufmerksam darauf, dass es ja sein könnte, dass auch die Staaten in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Und von dem Augenblick an werden die Staatspapiere nach dem Gesichtspunkt der Leistungsfähigkeit des Staates neu bewertet. Und je höher die Belastungen der Staaten für die Sanierung ihrer Banken oder sonstige Bewältigung der Finanzkrise waren, umso kritischer wurde das Urteil der Staaten als Schuldner von Staatspapieren. Und diese Staatspapiere waren Europapiere. Jetzt standen alle Präsidenten der Zentralbank vor der Frage, was tun wir, wenn jetzt die Zinsen für diese Papiere unverhältnismäßig hoch werden, sodass die Schuldner sie nicht mehr bezahlen können. Warum hoch werden? Weil die Finanzmärkte sagen, da ist ein so großes Risiko drin, da möchte ich einen Risikozuschlag haben. Also ich bin nicht mit den Zinsen, die normalerweise gezahlt werden, zufrieden, sondern ich will mein Risiko abgedeckt haben. Würden wir wahrscheinlich genauso machen, wenn wir jemandem Geld geliehen hätten und wir hören plötzlich, dass der ins Schleudern kommt und er will wieder Geld von uns, dann würden wir sagen, zu den bisherigen Zinsen ist das nicht zu machen. Ich will mit höheren Zinsen eine Versicherung dafür haben, dass wenn ein Schaden eintritt, ich wenigstens nicht vom vollen Schaden getroffen werde. Und so haben sie das mit der Euro-Krise verbunden. Nicht deshalb, weil der Euro in die Krise gekommen ist.
war Gott sei Dank eine starke Währung, sondern weil die Schuldner in die Krise gekommen sind. Nun ist die erste Reaktion von Schuldnern, wenn Gläubiger kommen und ihre Schulden eintreiben, ihre Forderungen eintreiben wollen, die, dass sie die Gläubiger beschuldigen, dass sie das tun. Sie halten das für unglaublich, dass sie von den Schuldnern das Zahlen von Forderungen verlangen. Charles Dickens hat in einem seiner Romane ja beschrieben, wie die armen Schuldner am Ende den Gläubiger erschlagen, weil sie keinen anderen Weg mehr wissen, um aus diesem Dilemma des Schuldners herauszukommen. Das können wir ja nun in Europa Gott sei Dank nicht, weil der Schuldner sehr anonymisiert ist und die Finanzmärkte im Übrigen eine Institution sind, ohne die wir gar nicht weiterkommen. Denn nehmen wir mal an, die Finanzmärkte würden jetzt ihre Anlage ganz woanders suchen, als zum Beispiel in Portugal oder in Spanien, und sagen, mir ist der Risikoaufschlag auch noch zu riskant, ich mache da überhaupt keine Geschäfte mehr. Dann wären die Staaten pleite. Also wir haben ein gemeinsames Interesse, die Zahlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und den Schuldenberg nicht noch höher werden zu lassen. Das mag alles wie undurchsichtig scheinen, wenn man aber der Dinge auf den Grund geht, ist es gar nicht so schwierig. Die Staaten haben sich übernommen, sie waren nicht in der Lage, sich zu begrenzen, politisch. Ihre Regierungen waren nicht, ihre Parlamente noch viel weniger, die wollten mehr Geld haben, weil sie mehr Geld ausgeben wollten, für alle möglichen Dinge, für soziale Gerechtigkeit, für Infrastruktur, für wiedergewählt werden. Es gibt viele Begründungen dafür, Geld ausgeben zu wollen. Das ist bei uns und überall anders auch so. Was ist jetzt zu tun? Es gibt mehreres auf einmal und das macht die Sache nicht einfacher. Zuerst müssen wir ein vernünftiges Verhältnis zwischen der Wirklichkeit und dem Vertrag herstellen. Verträge kann man aber nur sehr schwer ändern, vor allen Dingen, wenn sie auf Referenden beruhen, also wenn die Bevölkerung selbst über die Verträge abgestimmt hat. Es wird also noch eine ganze lange Zeit, möglicherweise nicht sehr lange, aber doch noch eine Zeit dauern, bis die Dinge so weit abgearbeitet worden sind, dass man weiß, kann jemand bei dem Europäischen Währungsverbund bleiben oder ist er besser bedient, wenn er aus dem Währungsverbund ausscheidet. Dafür kommen allerdings, wenn überhaupt, nur die kleineren in Frage. Und was sind wir Europäer bereit zu tun, um die Dinge so voranzutreiben, dass die Ordnungen der Wirtschaft der einzelnen Länder sich langsam annähern, sodass auch ihre Leistungsfähigkeit sich annähert. Das wiederum führt dazu, und das die Ironie, die ganze Ironie dieses Prozesses liegt auch darin, dass jetzt die Welt zunehmend von Deutschland eine Führungsfunktion verlangt. Man muss sich das vorstellen vor dem Hintergrund des ursprünglichen Ausgangspunktes. Frankreich wollte mit der Währungsunion und die Mitglieder der Europäischen Union, die sich beteiligten, das tun, was damals der Altbundeskanzler Schmidt und der Altbundespräsident von Weizsäcker sogar für richtig hielten, nämlich die Deutschen intensiver und endgültig in Europa einzubinden. Der Gedanke war, dieses große Volk in der Mitte mit der leistungsfähigen Wirtschaft, 80 Millionen Menschen haben gerade ein tolles Ding gestemmt mit der Wiedervereinigung, die muss man irgendwie bändigen. Im besten Sinne des Wortes, aber eben doch bändigen. Und dem sollte die Währungsunion auch dienen. Und das wurde auch von Spitzenpolitikern in Deutschland, auch von Helmut Kohl, als durchaus akzeptabel verstanden. Aus damaliger und historischer Sicht war das ja auch richtig. Die Frage ist nur, wie lange soll die Bindung dauern, wenn Deutschland in eine Lage gebracht wurde, wo irgendjemand, der da sein muss, der die Entwicklung beherrschbar macht. Amerika verlangt von Deutschland eine Führung, selbst die Europäer verlangen inzwischen von Deutschland eine Führung. Frankreich ist damit noch zurückhaltend, aber würde dem nicht widersprechen. Nur, was bedeutet das? Da wächst ein neues, da entsteht eine neue Gefahr, nämlich ein Gespenst, der Hegemon Deutschland in Europa. Und wenn diese Idee aufkommt, dass die Deutschen jetzt nicht Kraft ihrer Armee oder Kraft ihrer Stahlindustrie, sondern Kraft ihrer neuen Leistungsfähigkeit in der neuen Ordnung anfangen, Europa zu diktieren, was es tun soll,
dann ist das zwar nicht unbedingt mit Krieg verbunden, wahrscheinlich überhaupt nicht, denn niemand kann das mehr in Europa machen, aus den von mir schon geschilderten Gründen, aber mit Demütigungen, mit Machtverschiebungen, mit Gewichtsverschiebungen. Und das wollen die Europäer nicht. Die Europäer wollen, vollkommen zu Recht, auf Augenhöhe miteinander leben. Diese Frage, dass die Angela Merkel jetzt vor dieser Frage steht, ist wahrscheinlich das schwierigste Problem, was sie hat. Wie sie die Dinge im Griff behalten kann als stärkste Wirtschaftsmacht und ja auch größter Garantor von Krediten, denn wir garantieren ja die Kredite zu 27%, die Franzosen zu 24%, also hier sind zwei, die zusammen die Mehrheit bei der Garantie haben. Aber sie haben nicht die Mehrheit in den Institutionen. Sowohl Frankreich wie Deutschland haben nur einen Kommissar in einer Kommission von jetzt 28 Kommissaren und Kommissarinnen, von denen die große Mehrheit aus kleinen oder Kleinstländern stammen. Also eine totale Disproportionalität darstellen in dieser Kommission im Verhältnis zu den wahren Machtverhältnissen. Das lässt sich auch nicht stabilisieren. Also müssen wir da auch hingehen und müssen etwas tun. Der Herr Oettinger hat ja schon gesagt, dass die gegenwärtige Struktur untauglich sei. Und ich habe ihm vor ein paar Tagen einen zustimmenden Brief geschrieben. Ist es in der Tat. Aber die Veränderung solcher Strukturen, nachdem sie sich eingelebt haben und sich für gewissermaßen ewig halten, ist unendlich schwierig. Das bedeutet nicht, dass wir verzagen müssen, ganz im Gegenteil. Denn solche Probleme lösen ja innovatorische Gegenkräfte aus. Und wir sind jetzt bereit, über Dinge nachzudenken, über die wir bisher nicht bereit waren nachzudenken. Sowohl was Europa angeht, als was auch den Auftrag von Europa angeht. Und damit bin ich bei dem letzten Punkt, der mir sehr wichtig ist, in dieser Tour d'Horizon, die ich versucht habe, Ihnen zu geben. Und das ist die Frage, ja, was ist denn der Auftrag Europas? Wir diskutieren über Währungen, wir diskutieren über die Zentralbank, wir diskutieren über alles Mögliche, aber kein wirklicher öffentlicher Diskurs wird geführt über die Frage, wem oder was alle diese Anstrengungen letztlich dienen sollen, welchem Zweck. Und da müssen wir jetzt mal wieder einen Augenblick zurückblicken. Als ich geboren wurde, war die Weltbevölkerung 2 Milliarden. Heute ist es 7,5 und sie nähert sich mit ziemlich großen Schritten 8 Milliarden. Wir Europäer machen in dieser Weltbevölkerung 500 Millionen aus. Das heißt, wir können uns auch ohne Taschenrechner ausrechnen, wie groß der Anteil der Europäer an der Weltbevölkerung ist. Wir erleben, dass Länder wie China aus einer jahrtausendelangen Isolation aufwachen. Wir selbst haben sie aufgeweckt, die Europäer Anfang des 20. Jahrhunderts. Durch den Opiumkrieg und andere Dinge haben wir gewissermaßen die Türe Chinas aufgerissen, so wie ein halbes Jahrhundert vorher in Japan. Und jetzt entwickelt sich hier was. 100 Jahre ist für ein Reich, was 3.500, 4.000 Jahre alt ist, nicht sehr lange. In dieser Zeit durchläuft das Land eine revolutionäre Veränderung nach der anderen bis heute und es erwacht ein Riese. In Indien sind die Verhältnisse anders. Indien hat nicht diese konzentrierte, nach innen gewendete Geschichte wie China. Aber es macht auch inzwischen fast 1,3 Milliarden der Menschheit aus. Indonesien, Malaysia sind alles riesige, haben alle riesige Bevölkerung. Was tun wir in diesem riesen Menschenmeer mit unseren 300 Millionen? Was ist unser Auftrag? Und der erste Auftrag für die Europäer kann nur sein, in dieser Welt nicht verloren zu gehen. Das heißt, nicht mehr wahrgenommen zu werden. Als ein Subjekt, ein mitgestaltendes Subjekt. Natürlich werden wir wahrgenommen als ein Objekt, aber das Objekt hat sehr wenig Einfluss auf die zukünftige Entwicklung. Wahrgenommen werden wir, und das ist auch hier eine wichtige Feststellung, durch unsere Kultur.
Die europäische Kultur ist in einem Siegeslauf in der ganzen Welt. In Dresden haben wir alle 2 Jahre einen Gesangswettbewerb und die letzten 10 werden an einem Sonntag dem Publikum in der Semperoper vorgestellt und das Publikum darf mitstimmen und es ist eine Jury da, die dann entscheidet, wie die Reihenfolge unter diesen 10 ist. Unter den 10 sind immer mehr Asiaten, die in Europa, in Deutschland Kultur erwerben und diese Kultur weitertragen wollen. Also die Kultur ist wichtig. Das Zweite, was wir der Welt vorführen können, ist, dass Frieden unter vielen Völkern möglich ist. Und zwar dauerhaft. Man betrachtet uns jetzt mit einer gewissen Skepsis. Ihr habt das ja ungefähr so 50 Jahre geschafft. Römische Verträge sind gut 50 Jahre alt. Und ihr streitet euch zwar, aber es schießt keiner aufeinander. Das ist gut, aber so weit kriegen wir es vielleicht auch noch fertig. Was ist das Besondere? Das Besondere dieses Europa ist, dass es Wege finden muss für eine Welt, die 8 Milliarden ernähren will, in der 8 Milliarden leben können, ohne dass 2 oder 3 Milliarden auf Dauer verhungern, in der die großen Probleme der Ressourcenschonung weitergelöst werden, in der überhaupt alle Fragen, die unsere moderne Industriegesellschaft an uns heranträgt, eine Antwort finden. Und dafür haben wir die Ressourcen. Wir dürfen sie allerdings nicht jetzt uns so verengen auf die wirtschaftlichen Probleme und den Euro, dass wir außerstande sind, diese Ressourcen zu nutzen. Mit anderen Worten, die Gewichtungen müssen sich verändern. Es darf nicht, der Euro darf nicht, was die Währung ja auch gar nicht will, zu einem bestimmenden Element der europäischen Entwicklung führen. Und dafür kann man eine ganze Menge riskieren. Man kann auch eine ganze Menge Hilfe leisten, ohne dass die Deutschen sich jetzt gleich brüsten müssen, dass sie ja so viel für Europa tun. Bisher haben wir das jedenfalls in Heller und Pfennig noch nicht bewiesen, dass wir das tun. Ich bin überzeugt davon, dass die Europäer, wenn sie sich mal mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich unsere Rolle in der Welt, sehr schnell merken, dass sie zusammenrücken müssen. Aber jetzt nicht in dauernd neuen Institutionen, sondern im Denken. Dass sie zusammenrücken müssen in Dialogen, im Denken, in der Suche nach neuen Auftragsgestaltungen, in der Suche nach ihrer eigenen Geschichte, in der Wiedererweckung der historischen Erfahrungen, die wir über 2000 Jahre gemacht haben, seitdem das Römische Reich die europäische Karte bestimmt hat und dann anschließend Karl der Große und so weiter und so weiter. Wo kommen wir her? Müssen wir uns viel mehr fragen als bisher. Und wo sind die Kraftquellen, aus denen wir schöpfen können? Es gibt sie en masse. Es gibt sie aber vor allen Dingen in der europäischen Bürgergesellschaft. Wir Europäer, wir Kontinentaleuropäer, die Briten verstehen das nur zum Teil, wir Kontinentaleuropäer haben eine jahrhundertelange Erfahrung, damit untertan zu sein. Und das steckt uns auch irgendwie in der Gene. Und die Vorstellung, dass wir etwas leisten können, nachhaltig, was die Ostdeutschen in relativ kurzer Zeit mit der Überwindung der Mauer geleistet haben, nämlich Dinge von unten nach oben neu zu gestalten, die ist uns eigentlich fremd. Wir machen das zwar auf der kommunalen Ebene, mit dem Oberbürgermeister habe ich davon gesprochen, aber so ein bisschen als Ersatzstaat. Wenn in der Schule was nicht in Ordnung läuft, dann müssen die Bürger her, man muss eine Bürgerinitiative machen, dafür sorgen, dass es wieder läuft. Aber das meine ich nicht. Ich meine, dass wir in unserem politischen Denken unsere Haltung zu dem Anführungszeichen Staat, Abführungszeichen, der wir ja alle gemeinsam sind, überprüfen müssen und fragen müssen, ob wir ihm nicht zu viel zumuten. Wir muten unserem Staat zurzeit viel zu viel zu. Jedes Problem, was in Deutschland entsteht, wird zunächst an den Staat adressiert. Jedes Wirkliche. Das geht bis zur Familienpolitik, bis zum Kinderhaben, bis überall soll der Staat entweder Geld geben oder Initiativen entfalten sehen oder was auch immer. Das macht uns unselbstständig. Und wenn man wohlhabend ist und unselbstständig und die Zeiten verändern sich, bekommt man Angst.
denn man weiß nicht, wie man mit diesen Veränderungen umgehen kann, weil man ja jahrelang nicht mehr geübt hat, wie man mit diesen Veränderungen umgehen soll, ob das die Rentenversicherung, Krankenversicherung, gesundes Leben oder was auch immer ist. Es gibt eine Fülle von Aufgaben, an denen wir uns selbst beteiligen können. Das so einfach festzustellen, ist sicher schwierig und es nachzuvollziehen als einen Weg zur Lösung ungewöhnlich. Aber nehmen wir mal an, wir hätten ein Recht, nicht nur auf Freiheit, sondern wir hätten einen verfassungsrechtlichen Anspruch darauf, in den Bereichen, in denen wir Verantwortung übernehmen können, sie auch übernehmen zu dürfen. Das heißt, wir könnten sagen, du Staat, halt dich mal aus dem und dem und dem und dem raus, das können wir selbst. Und wir würden auf diese Weise eine ganze Reihe von vielen, vielen kleinen Problemen, ob das nun Schulabbrecher sind, ob das Lehrstellen sind, ob das Ausbildungsfragen sind, ob das das kommunale Zusammenleben ist, ob das die Integration einer alternden Bevölkerung in eine lebendige Gesellschaft ist. Wie alle diese Dinge können wir ja nicht alle im Staat überlassen, müssen wir selbst machen. Und daraus kann ein neues Selbstbewusstsein erwachsen. Ich habe das in Sachsen erlebt, dass das geht. Die Menschen waren, als die Wiedervereinigung kam, oder kamen sie aus einer Gesellschaft, in der die Sozialisierung den Bürgerwillen und die Bürgerfreiheit nicht ermutigt hat, sondern unterdrückt. Und wenn man das über 40 Jahre erfährt, dann wird es schwierig, das wiederzuerwecken. Und es ist in wenigen Jahren gelungen, es wieder zu erwecken, weil die Aufgabe so groß war, weil die Notwendigkeit so groß war. Und jetzt denken wir uns mal als 500 Millionen in unter 8 Milliarden. Das ist, würde ich sagen, eine ziemlich große Herausforderung. Jetzt kann man sagen, die Herausforderung ist so groß, da kann ich nichts machen, ich lasse die Sache treiben. Ich glaube nicht, dass meine Kinder und noch weniger meine Enkel bereit sind, diese Haltung zu teilen. Weswegen ich ja immer wieder über meine Enkel rede, weil sie ja den Rest des Jahrhunderts beschreiten werden und meine Kinder von meinen Enkeln erwarten, dass sie die Kinder, wenn sie im Alter sind, unterstützen oder jedenfalls für sie da sind. Das heißt, diese Kontinuität haben wir weitgehend aus dem Blick verloren. Die müssen wir wiederherstellen. Und die Wiederherstellung solcher Kontinuitäten, das hat sehr viel mit der Stabilität Europas zu tun. Denn die Stabilität Europas beruht nicht auf dem Euro. Und die Stabilität Europas beruht nicht auf der Kommission oder dem Europäischen Rat. Das sind alles Hilfsmittel für die Gestaltung eines Gemeinwesens, was zeigt, dass man in der Vielfalt ein einheitliches Ziel haben kann. Ein einheitliches Ziel, das nicht die Vielfalt unterdrückt, sondern ermutigt. Ein Ziel, das in der Vielfalt Lösungen erwartet, weil in einer Vielfalt immer verschiedene Antworten gegeben werden und im Wettbewerb miteinander ausgewählt werden kann, welches für die jeweilige Situation die gerade richtige Antwort ist. Sie sehen, ich versuche das immer wieder, wenn ich so versuche, hier über die Befindlichkeiten, so heißt es ja auch im Titel, zu sprechen, die Zusammenhänge zu erklären. Der Euro für sich genommen ist ein Problem, das ist technischer Natur. Es ist natürlich auch verbunden, jetzt sind wir schon einen Schritt weiter, mit der Leistungsfähigkeit unserer Demokratien. Dafür müssen wir uns interessieren. Wenn wir uns als Mitglieder einer demokratischen Gesellschaft und eines freiheitlichen Staates mit großer sozialer Verantwortung notabene sehen, dann ist das aber nicht gleichbedeutend damit, alle Verantwortung, die wir gerne loswerden würden, dorthin zu schieben. Ich kann nicht über die Bürokratie schimpfen und dauernd durch neue Forderungen an den Staat neue Bürokratien ins Leben rufen. Ich kann nicht in dieser Weise widersprüchlich leben. Auf die Dauer geht das nicht. Auf die Dauer beschädigt das die Gesellschaft selbst. Mein persönliches, nicht Credo, aber meine persönliche Überzeugung ist, dass diese Euro-Krise uns helfen wird. Wie alle Krisen helfen. Sie wird uns schütteln, sie wird uns Schwierigkeiten machen, sie wird uns herausfordern, sie wird zu Gott sei Dank neuem, richtigen politischen Diskurs führen.
zu anderen Bundestagswahlkämpfen als den gegenwärtigen, bei dem wir eigentlich auf die Wahl verwiesen sind, Angie oder Pierre. Und alles andere ist im Grunde genommen längst konsensual abgehakt. Das ist keine Wahl mehr. Das ist zwar eine Personenwahl, sehr wichtig. Aber die Wahlentscheidung, die wir eigentlich treffen, ist ja die Wahlentscheidung, die an unser Parlament adressiert werden soll. Wie es in Zukunft mit dem Mandat umgehen soll, das wir ihm geben. Und das ist zurzeit nicht Gegenstand des Bundestagswahlkampfes, jedenfalls nicht besonders eindrucksvoll. Ich meine, diskutiert wird immer, aber ich würde mal sagen, Sie werden meinen Eindruck teilen, dass es schon heftigere und bedeutsamere und zielorientiertere Auseinandersetzungen in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat, als den gegenwärtigen Wahlkampf. Da ist es wirklich politisch verantwortlich zu sagen, ich höre mir das nicht an, ich gehe in Urlaub und wenn ich wiederkomme, weiß ich, was ich will. Maru. Das ist aber nicht gut. Wenn sich solche Verhaltensweisen einnisten, dann ist das nicht gut. Und der Euro und die Finanzkrise und die Krisen, die jetzt auf uns zukommen, in anderen Zusammenhängen, Rohstoffversorgung und so weiter, können uns vielleicht daran erinnern, dass wir mit unseren Meinungen, mit unserem Willen, mit unseren Mandaten, auch mit unseren Mandatträgern, die wir aussuchen, gebraucht werden, dass wir unverzichtbar sind. Wenn diese Meinung langsam an Boden gewinnt, dann werden wir eine Stabilität in unserem Land haben und auch in Europa. In anderen Ländern finden ähnliche Debatten statt, die stark genug ist, um Krisen auszuhalten. Und wenn man das mal merkt, dass man stark genug ist, um Krisen auszuhalten, dann verlieren sie ihren Schrecken. Dann wird aus Krisen Aufgaben und Herausforderungen. Und diesen Punkt müssen wir erreichen. Der wird uns nicht geschenkt. Den müssen wir schon selbst herbeiführen. Ich hoffe, dass ich Ihnen dazu einige vernünftige Ratschläge abgeben kann. Dankeschön. So. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite noch einmal herzliches Willkommen. Ein Grußwort zu Beginn. Wir sind ganz glücklich und dankbar, dass Sie, lieber Professor Dr. Kurt Biedenkopf, zu uns gekommen sind und das bestätigt haben, was Werner Greve, Dekan... Sie können es nicht lassen. Nein, es ist verdient und berechtigt. Hier geboten haben, nämlich historischer Rückblick, Gegenwartsanalyse und Zukunftsorientierung. Und wenn ich das nochmal kurz aufgreifen darf, zunächst Geschichte als Argument, wie wichtig für dieses Thema von heute, der Beziehungskrise, das deutsch-französische Verhältnis gewesen ist, Stichwort Europäisierung der Montanindustrie, Europäisierung der Deutschen Bundesbank. Dann haben Sie sehr deutlich gemacht, wie sehr Kraft fehlte, sich zu begrenzen. Sie haben den Zusammenhang deutlich gemacht zwischen dem Vertrag von Maastricht und der heutigen Situation, den Widerspruch zwischen Vertragskonformität und Wirtschaftsrealität. Sie haben sehr deutlich gemacht, die Eurokrise ist nicht die Krise dieser Währung. Sie ist ausgelöst durch eine Finanzmarktkrise, eine Staatsverschuldungs-, eine Leistungsbilanzkrise. Sie haben sehr deutlich gemacht, dass es auch ein institutionelles Dilemma gibt, Stichwort Kommission, das war sehr deutlich, was Sie gesagt haben. Und Sie haben am Ende, wie ich finde, auch sehr klar gesagt, es ist ein neues Denken notwendig. Und der Euro, sagten Sie, die Stabilität Europas hängt nicht vom Euro ab, sondern von ganz anderen Elementen, Aspekten, die Sie sehr deutlich gemacht haben. Meine Damen und Herren, wir haben nun die Gelegenheit mit
Kurt Biedenkopf auch zu diskutieren. Das, was er hier uns ausgeführt hat in dieser Kombination, wie ich sagte, von historischer Rückschau, Gegenwartsanalyse und Zukunftsorientierung zu besprechen, zu diskutieren. Ich schaue jetzt ganz gespannt ins Publikum und hoffe, dass ich mich vor lauter Fragen kaum erwehren kann. Bitte schön. Es gibt zwei Kollegen, die hier bereitstehen mit Mikros und entsprechend dann auch die Fragen aus dem Publikum entgegennehmen. Eine habe ich schon. Bitte schön. Dankeschön. Das bedeutet, Herr Biedenkopf, was Sie gesagt haben, dass ein Vorschlag an Griechenland zum Beispiel, die Drachme wieder einzuführen und aus dem Euroraum auszuscheiden, überhaupt keinen Art Ansatz zu einer Lösung dieser ganzen Geschichte hat. Und deshalb meine ich, sollten wir das nochmal genau herausarbeiten, was Sie gesagt haben. Der Euro ist ein technisches Mittel. Und die Schuldenkrise ist das, was die Ursache der Krise ist. Wir haben keine Euro-Krise, wir haben eine Schuldenkrise. Und die Rückkehr eines einzelnen Landes in die alte Währung ist keine Lösung, die überhaupt irgendjemand diskutieren sollte. Bitte. Ja, die Antwort haben Sie schon selbst gegeben. Das ist wieder eine Illusion. Und die Truppe, die diese Illusion vertritt, argumentiert völlig unhistorisch. Es geht ja sogar so weit, dass einige in dieser Gruppe vorschlagen, man sollte einen weichen und einen harten Euro haben, den weichen im südlichen Teil, den harten im nördlichen Teil, und die Eurogrenze würde dann mitten durch Frankreich laufen. Man muss sich mal überlegen, wie die Franzosen einen solchen Vorschlag bewerten würden. Sie würden ihn bewerten als einen Verrat an Frankreich. Bitte, weitere Fragen. Es ist sehr warm, sagt gerade Kurt Biedenkopf. Möglicherweise ist das ein Grund. Sie haben, da gibt es eine Meldung. Herr Lühr, immer, bitte. Herr Professor Biedenkopf, Sie haben, wie auch andere Vorredner bei den Euro-Gesprächen, es muss eine Führungsperson her, die Europa mitgestaltet. Und Sie sprachen Nachdenken, Dialog, wo die Kraftquellen sind. Wer kann denn diese Führungsaufgaben wirklich wahrnehmen unter den heutigen Politikern? Oder muss es andere Gremien geben, die sich Gedanken machen, wie es mit Europa weitergehen soll? Also eine Einzelperson kann das mit Sicherheit nirgends. Die Person wird ja in einer solchen Krise, wird die Person ja durch das Land definiert. Also die Frage ist, welches Land soll die Führung übernehmen? Und da, habe ich ja gesagt, wird sehr lauthals, auch international, nach deutscher Führung verlangt. Der Economist, die wohl wichtigste wirtschaftspolitische und wirtschaftliche Wochenzeitung, die in Großbritannien seit vielen, vielen Jahren erscheint, hat in einem ihrer letzten Blätter auf dem Titel einen deutschen Adler dargestellt, der seinen Eigenflügel so um sich rumlegt, um sich gewissermaßen zu schützen, und das Ganze das zögerliche Deutschland oder den zögerlichen Herrscher genannt. Hegemon, den zögerlichen Hegemon. Was will es damit sagen? Es will damit sagen, dass die Initiative von Deutschland ausgeht, aber dass Deutschland allein das nicht kann. Wenn man das jetzt ganz logisch, ohne Berücksichtigung aller Probleme, die damit verbunden sind, weiterführt, dann müsste man sagen, Deutschland und Frankreich müssen das gemeinsam machen. Und man müsste mal überlegen, ob sowas gehen könnte. Denn die sind nicht nur, ich habe es ja erwähnt, haben nicht nur eine Mehrheit von 51% bei der Haftung für die Kredite, das heißt auch den entsprechenden Anspruch auf die haftungsbegründeten Entwicklungen Einfluss nehmen zu können, sondern sie sind auch für mich, nachdem die Briten nicht mehr genau wissen, ob sie nun bei der EU bleiben wollen oder nicht, auch und die Italiener noch immer eine sehr ungeklärte Regierungslage haben, sind eigentlich die einzig beiden. Man kann
im Blick auf das Weimarer Dreieck noch an die Mitwirkung von Polen denken. Polen sind inzwischen sehr weit, sehr stark, sehr stabil, machen also ihrem Land alle Ehre. Und in dem sogenannten Weimarer Dreieck sind die drei ja verbunden, Polen, Deutschland, Frankreich, im kulturellen Sinne. Und man kann ja auch auf die kulturelle Basis zurückgreifen und können sagen, wenn wir hier eine gemeinsame kulturelle Basis erleben, und das ist ja zweifellos so, dann können wir ja aus dieser kulturellen Basis auch eine gewisse Sicherheit nehmen für eine andere Aufgabe. Und es ist immer besser, wenn es drei sind. Einer kann dann immer helfen, wenn die beiden anderen nicht weiterkommen. Das ist eine hypothetische Antwort, die ich Ihnen gebe. Aber eine, weil ich nicht weiß, ob es geht. Kann ich auch nicht alleine beurteilen. Aber es ist nach meiner Auffassung der einzige Weg, in dem Deutschland Führungsfunktionen übernehmen kann, nämlich dass es nicht alleine macht. Wenn es das alleine macht, dafür ist der Zweite Weltkrieg zu nah. Und die ganze erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sehen Sie mal, auf dem Balkan streiten sich die Leute heute noch über den Ausgang von Schlachten, die im 14. Jahrhundert stattgefunden haben. So lebendig ist dort die Geschichte. Und wir können doch nicht annehmen, dass nur weil wir uns für die Geschichte nicht mehr interessieren, sie weg ist. In dem Augenblick, in dem es ein nützliches Argument ist, die Geschichte wieder zu erwecken, wird sie mit Sicherheit wieder erweckt. Und zwar dann möglicherweise nicht in dem Sinne, wie wir uns das wünschen. Also für mich verengt sich die Aufgabenstellung zu der Frage, mit wem. Aber dass die Deutschen das machen müssen, das steht völlig außer Frage. Bitte schön. Sie haben im Blick auf die Regierungen, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, die Formulierung verwendet, dass diese Regierungen nicht die Kraft gehabt haben. Was ich jetzt frage, ist nicht nur semantisch gemeint. War es wirklich die Kraft oder der Wille, die Dinge zu ändern? Ja, das will ich Ihnen an einem Beispiel deutlich machen. Das ist natürlich ein Unterschied. Es kann sein, dass ich den Willen habe, etwas zu tun, aber nicht die Kraft, es durchzusetzen. Denn der Wille der Regierung allein reicht ja nicht. Die Regierung muss ja dann auch die Kraft haben, das durchzusetzen. Also wenn ich irgendeinen wirklich entschlossenen Willen habe, etwas zu verbessern, und ich stoße auf Widerstände, die ich persönlich für unüberwindlich halte, dann habe ich zwar den Willen, aber nicht die Kraft. Es gibt in allen Parlamenten gibt es das Argument, eine Sache, die eigentlich notwendig ist und die wir auch als Notwendigkeit erkennen, ist politisch unmöglich. In Wirklichkeit, die Juristen unterscheiden ja, wenn ich mir diesen Ausflug in meinen eigentlichen Beruf erlauben darf, zwischen unmöglich und Unvermögen. Wenn eine Leistung unmöglich ist und ich erbringe sie nicht, ich bin frei von dem Vertrag. Also wenn der Vertrag eine unmögliche Leistung vorsieht, brauche ich ihn nicht zu erfüllen, weil die Leistung ja unmöglich ist. Wenn aber nicht unmöglich ist, sondern auf mein Unvermögen zurückzuführen ist, dann fehlt mir aus irgendeinem Grund die Kraft, es zu machen. Ich hafte dann aber dafür, dass ich es nicht gemacht habe. Nur im politischen System ist diese Trennung nicht üblich. Sondern wenn man glaubt, es geht nicht, und das passiert dauernd, also gucken Sie sich die Debatten an, jetzt vor der Bundestagswahl in den Parteien selbst, wo sie überlegen, was können wir denn hinkriegen, was können wir nicht hinkriegen. Oder was können wir anpacken, was sollen wir lieber gleich liegen lassen, weil wir die Kraft nicht haben. Den Willen möglicherweise ja, aber die Kraft nein. Also es ist schon ein Unterschied. Und viele, viele Abgeordnete gehen in den Bundestag mit dem Willen, die Dinge besser zu machen. Und dann stoßen sie auf die dortigen Besitzstände. Und die können sie nicht verändern. Dann haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder zu warten, also im Augenblick sich nicht zu verbeißen, oder wieder rauszugehen. Man muss das wirklich realistisch sehen. Sie verbeißen sich natürlich nicht, sondern sie warten auf bessere Zeiten. Weil umso länger sie warten, umso fester wird der Besitzstand. Und eines Tages sind sie dann selbst Teil des Besitzstandes.
Das sind sehr komplizierte Prozesse in unserer Demokratie. Sie ist ja auch die schwierigste aller Regierungsformen, weil sie Freiheit mit Vernunft und mit Gefühl verbindet und mit sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung. Ziemlich komplex. Ziemlich komplex. Ich glaube, es gibt auch noch Fragen. Bitte. Herr Biedenkopf, einer Ihrer Stichpunkte oder eigentlich ein Appell gegen Ende Ihres Vortrages war ja das neue Denken, das Sie angesprochen haben. Ein neues Denken. Oder ein neues Denken. Die Frage ist, wie Sie die Chancen dafür einschätzen, nicht nur die Chancen. Die Chancen dafür einschätzen, nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, sondern gerade auch bei unseren südlichen Nachbarn. Das von Ihnen erwähnte Griechenland soll wieder Drachme haben, kommt ja auch aus dem Land selbst. Nicht nur von Außenstehenden, sondern eben auch von Insidern. Wie beurteilen Sie also die Chancen für ein solches neues Denken auch außerhalb unseres Landes? Naja, also das neue Denken wird ja den Griechen durch die Krise, die Griechen werden durch die Krise praktisch gezwungen, neu zu denken. Und sie sind ja auch dabei, die Dinge anders zu sehen als bisher. Aber Griechenland ist eigentlich ein besonders schwieriges Beispiel dafür, weil Griechenland keine historische Identität hat. Griechenland wusste zu Beginn seiner Befreiung, die ja im Übrigen von den Westmächten, würde man heute sagen, im Wesentlichen betrieben wurde, noch nicht mal, was das Territorium von Griechenland ist. Gehörte Mazedonien dazu, gehört es nicht dazu, was gehörte dazu, was gehörte nicht dazu. Wer ist eigentlich ein Grieche? Das war alles offen. Sie waren jahrhundertelang fremdbestimmt. In fremdbestimmten Situationen bilden sich zwar auch Identitäten, aber in ganz andere Richtung. Nämlich in Richtung der Bekämpfung oder der Ablehnung oder der Unterwanderung oder der Unterwerfung unter die fremde Macht. Daraus bildet sich keine nationale oder regionale Identität. Das Griechenland, würde ich sagen, hätte nie reingehört. Und nachdem wir es doch reingenommen haben, müssen wir ihm jetzt helfen. Und das gilt für ganz Europa. Also jetzt, ganz Europa muss helfen. Denn das Griechenland in diese Währungsunion aufzunehmen, war grob fahrlässig, um nicht zu sagen, grob fahrlässig, lassen wir es mal dabei, und haftungsbegründend. Das ist meine feste Überzeugung. Die 10 Millionen Menschen dort gehen im Augenblick durch eine Tortur. Da habe ich ein Beispiel. Ein griechischer Taxifahrer hatte eine Lizenz. Diese Lizenz wurde nicht beliebig vermehrt, sondern die Zahl der Lizenzen war begrenzt. Weil sie begrenzt war, war die Lizenz wertvoll. Man konnte die Lizenz verkaufen. Man konnte sie auch vererben. Mit dem Eintritt der neuen Ordnung, in Anführungszeichen, also dessen, was man von Griechenland verlangt hat, nämlich eine Wettbewerbswirtschaft, verlor die Lizenz an Wert, weil zusätzliche Lizenzen erteilt wurden, jedem, der Taxi fahren wollte. Damit hatten die Leute ihren einzigen Vermögenswert verloren. Aber sie haben nicht verstanden, warum. Denn es ist niemand hingegangen und hat ihnen den Weg beschrieben, so wie wir das ja glücklicherweise und auf ganz anderer Basis bei der Wiedervereinigung konnten, soweit es überhaupt notwendig war. Verstehen Sie? Und Länder, die unsere kulturelle Entwicklung nicht mitgemacht haben, unsere wirtschaftliche Entwicklung, die werden vor eine Situation gestellt, auf die sie sich nicht kurzfristig einlassen können. Nur wenn wir jetzt sagen, geht wieder aus dem Euro, habt die Drachme wieder, wird nichts besser. Denn dann müssen sie mit Drachme die Euro-Schulden bezahlen.
Oder wir müssen sagen, wir übernehmen die ganzen Euro-Schulden und verkraften das halt. Wenn wir das machen, dann kommt der Nächste und sagt, das ist ja eine tolle Idee, das möchte ich auch, dann bin ich meine Schulden los. Das ist sehr viel komplexer. Diese sogenannten scheinbar einfachen Lösungen entpuppen sich, wenn man der Sache mal ein bisschen nachgeht, als besonders problematisch. Das gilt hier auch. So, da drüben. Bitte schön. So. Okay. Ja, bitte. Nein, Sie haben das Ding. Herr Biedenkopf, ich habe eine Frage. Ich nehme im Moment im Gespräch mit meinen spanischen Freunden sehr häufig ein Gefühl tiefer Demütigung wahr. Die Demütigung im Verhältnis zu hier? Im Verhältnis zu Deutschland, und die Gespräche werden schwieriger in Katalonien. Sie haben das Problem angesprochen, als Problem auf Augenhöhe miteinander zu sprechen. Was meinen Sie, könnte man in da tun, dass vielleicht auf kultureller Ebene oder wie auch immer das Gefühl da ist, dazu zu gehören und nicht nur der Loser im Süden zu sein? Also ich fürchte, dass ich eine solche Frage allenfalls spekulativ beantworten kann. Sie haben ganz offensichtlich eine sehr viel bessere Kenntnis von Spanien. Ich müsste jetzt also meine Tochter hier haben, die in Spanien studiert hat, und die würde mir mal erklären, ob diese Niedergeschlagenheit oder diese Zweitrangigkeit, wie man sie verstehen muss und wie man etwas dagegen tun kann. Nun ist hier genau wie bei uns in völlig anderem Zusammenhang auch die Neigung sehr groß, für das eigene Versagen andere schuldig zu machen. Im Grunde hat Spanien selbst versagt. Spanien hatte gar keine hohe Staatsschuld. Spanien hat aber erlaubt, dass seine Banken wie wild Baukredite ausgegeben haben und einen riesen Bauboom erzeugt haben, der jetzt zu Ruinenstädten geführt hat, insbesondere an der Küste. Jetzt erwarten die Spanier, dass das konsequenzlos bleibt. Sie mussten jetzt die Banken sanieren oder sie mussten sie stabilisieren und retten, und dafür brauchten sie riesige Kredite. Und die Kredite haben sie als Staat aufgenommen. Das heißt, die Verschuldung ist erst nach dem zusammengebrochenen Bauboom entstanden, in den Dimensionen. Am Anfang war es 68%, also eigentlich keine große Überschreitung. Ich bin nicht sicher, ob wir Deutsche dazu geeignet sind, den Spaniern zu erklären, wie sie ihren Stolz wiedergewinnen. Ich halte es auch für eine Anmaßung, das Gefühl zu haben, man könnte das. Viel wichtiger ist, dass man den Menschen in Spanien, und das ist vor allen Dingen eine Aufgabe der spanischen Eliten, den Menschen in Spanien erklärt, wie es dazu kam und wie man da wieder rauskommen kann. Denn die Spanier haben ja am Anfang sehr gut dagestanden. Die haben die Kriterien weitgehend erfüllt, aber dann haben sie sich zu diesem Bauboom hinreißen lassen. Und das ist ein nationales Problem. Dass sie jetzt sich gegen die Gläubiger wenden, von denen sie die Kredite bekommen haben, die sie brauchten, um ihre Banken zu sanieren und die Folgen des Baubooms langsam aufzuarbeiten, das kann ich verstehen. Darüber habe ich auch schon gesprochen. Deshalb ist es wichtig, dass man diesen Finanzmärkten nicht ein einziges Gesicht gibt, und das ist Angela Merkel. Und sagt, ja, die ist schuld, die verlangt das alles von uns. Wir verlangen das nicht. Wir erwarten, dass Spanien damit es wieder ein erfolgreiches Mitglied der Währungsunion sein kann. Und die spanische Bevölkerung hat bisher nicht mehrheitlich verlangt, zu der alten spanischen Währung zurückzukehren. Das wollen sie auch nicht. Sie wollen drinbleiben, sie wollen auch die Währung behalten, aber sie wollen sie eben relativ schmerzfrei behalten. Und das geht nicht. Genau. Da ist es ehrlicher, wenn man den Patienten die Wahrheit sagt, als wenn man sie mit zukünftigen Heilungsmöglichkeiten beruhigt.
Und spanische intellektuelle Wissenschaftler, kann man nur wünschen, dass sie nicht auf einer populistischen Welle reiten, sondern eben auch diesen Aufklärungserklärungs. Ja, also die Wissenschaftler sollten überhaupt nicht auf populistischen Wellen reiten. So ist das. Das sollten sie den Politikern überlassen. So ist das. Wenn die das nämlich auch noch machen, dann haben wir überhaupt keine Stabilität mehr. Meine Damen und Herren, da sind noch Fragen, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ich würde diese sehr komplexen Fragestellungen im Moment mal etwas vereinfachen und konkretisieren. Ich meine, es ist ja, glaube ich, keine Frage, dass es so ist, dass Europa momentan im Begriff ist, zu zerbrechen. Ja? Dass die südeuropäischen Staaten offenbar unwiderstehlich 50% Jugendarbeitslosigkeit und so weiter mit allen Folgewirkungen dabei ist, ja, in den Ruin zu geraten, dem im Grunde zunächst mal von sich aus eigener Kraft nicht helfen können. Das hat sich auch eigentlich schon ziemlich deutlich erwiesen. So, meine Frage ist an Sie, ob Sie nicht auch der Meinung sind, dass man dieses Thema Euroband nicht doch noch mal wieder erwägt. Eurobonds. Ja, oder ist das ein Thema, das sich erledigt hat? Die Regierung ist strikt dagegen, aber man weiß ja, dass es einmal eine Chance beinhaltet, dass man zusammenhält. Ja, ich weiß, also ja, der Eurobond wird keinen Zusammenhalt schaffen. Ich muss dazu sagen, der Eurobond bedeutet, dass die 17 gemeinsam an den Kapitalmarkt gehen. Und wenn die 17 gemeinsam, also alle haften, das ist ja der Eurobond. Jeder kann seine Bonds ausgeben, aber wenn er nicht mehr zahlungsfähig ist, geht man zu jemand anders, der zahlen muss. Denn alle haften mit. Also man kann die Trennung von Haftung und Kreditaufnahme und Haftung nicht durchführen. Die bleiben immer zusammen. Ich könnte mir theoretisch vorstellen, dass man 1, 2, 3 Mitglieder hat, die das können. Aber auch da bin ich im Zweifel. Es ist doch viel besser, wenn wir die Kredite garantieren. Das tun wir ja. Und die Garantie der Kredite hat ja dazu geführt, dass die Zinsen runtergegangen sind. Wenn Deutschland und Frankreich eben die zur Hälfte die ganzen Garantien aussprechen, die in den europäischen Institutionen die gewährten Kredite garantieren, das heißt, sie garantieren, dass sie zurückbezahlt werden, dann brauche ich den Eurobond nicht. Das ist die Wirkung ist dieselbe, aber man kann es besser kontrollieren. Wenn der Eurobond anders gemacht wird, dann müssten zum Beispiel die Zentralbank die Eurobonds oder eine andere Institution ausgeben und dann das eingenommene Geld verteilen. Das sind sie wieder am selben Punkt. Sie können aber den jeweiligen einzelnen Ländern nicht erlauben, jetzt wieder mit der Mithaftung aller anderen Europäer mehr Kredite aufzunehmen, als sie bewältigen können. Und deshalb, es funktioniert nicht. Es sieht so aus, als ob die Eurobonds irgendwas Nützliches tun. Aber das tun sie nicht. Sie schaffen nur neue Chancen, die Schmerzen zu vermeiden. Und solche Mittel, solche Möglichkeiten haben die Eigenschaft, zur Droge zu werden. Dass man nachher ohne diese Mittel gar nicht mehr auskommt. Das ist aber das Letzte, was wir gebrauchen können. Wir haben schon genug drogenähnliche Schulden gemacht. Bitte schön. Eine Ihrer Kernaussagen hieß, der Euro wird uns helfen. Die Euro-Krise wird uns helfen. Seitdem Sie diesen Satz getroffen haben, habe ich damit zu tun. Große Probleme sogar. Im Moment sehe ich, dass die deutschen Sparer Jahr für Jahr Milliarden verlieren durch eine Geldentwertung. Die Zinsen bringen längst nicht mehr ein, was die Entwertung darstellt. Und ich will kein ganz großer Skeptiker sein, aber ich glaube, in 1, 2 Jahren werden wir 10 Milliarden oder 50 Milliarden bezahlen müssen aus der Bundeskasse. Und nicht nur, da sprechen wir also nicht nur über Garantien, sondern es geht um richtiges Geld. Es fängt also an. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Also ich kann die Entwicklung 15 Jahre nicht voraussehen. Wenn ich 15 Jahre zurückgehe, wäre mir es auch schwer gefallen, die jetzige Entwicklung vorauszusehen. Ich bin zwar davon ausgegangen, nachdem über den Euro endgültig entschieden war,
dass, ich habe das auch niedergeschrieben damals für mich selbst, dass der, dass die Euro-Union, also die Währungsunion in eine Konfliktunion sich verwandeln wird. Und die haben wir ja. Das war unausbleiblich. Jeder, der sich mit Währungsunionen beschäftigt hat, egal in welchem Zusammenhang, wusste, dass das so nicht funktionieren kann. Und es war ja, die ganze Wissenschaft war ja dagegen. Man hat es dann zu einer politischen Frage erklärt. Und wenn was zu einer politischen Frage erklärt wird, dann heißt das, die Entscheidung hat keine andere Begründung, als dass sie eine politische Entscheidung ist. Und das ist gefährlich. Denn man kann nachher die Begründung auch nicht überprüfen. Denn dass es eine politische Entscheidung war, ist unbestreitbar. Aber warum es eine politische Entscheidung wurde, das ist nicht mehr im Kontext. Nein, lassen Sie mich noch mal was sagen. Also ich glaube, dass wir gut beraten sind, wenn wir die Schwierigkeiten, in die wir gekommen sind, auch auf das zurückführen, wo was schiefgegangen ist. Schauen Sie mal, jetzt ganz praktisch. Wir haben einen Riesenschuldenberg in Deutschland. Und trotzdem versprechen alle politischen Parteien zusätzliche Leistungen in der neuen Legislaturperiode. Ich habe keine einzige Partei gehört, meine eingeschlossen, die gesagt hat, Leute, das geht nicht mehr. Wir müssen jetzt mal alles genau durchgehen, wo wir Geld ausgeben, das wir eigentlich gar nicht ausgeben müssten, wo wir es effizienter machen können. Fangen wir mal an. Jetzt fängt in Deutschland, das ist im direkten Kontext, nicht ausweichen. Jetzt fängt in Deutschland zum ersten Mal eine systematische Debatte über die Frage an, ob unsere Gesundheitskosten, soweit sie durch die Gesundheitssysteme erzeugt werden, nicht viel zu hoch sind. Ob die Vergütung der Ärzte sachgerecht ist, ob es zum Beispiel sinnvoll ist, Vergütungen zu versprechen, die eine so große Versuchung darstellen, dass Ärzte Maßnahmen vornehmen, die sie vielleicht gar nicht hätten dringend vornehmen müssen. Alles das, dann das Zweite, wir haben schnell anwachsende Gesundheitskosten in Deutschland, weil ein Großteil der Bevölkerung sich nicht gesund ernährt. Wir haben einen schnellen Anstieg der Adipositas, also der Fettleibigkeit der Bevölkerung, mit der Folge, dass die Diabetesrisiken bis zum 10-mal so hoch werden. Das sind alles Dinge, die wir eigentlich beeinflussen können. Oder bestreitet das jemand? Wir könnten das natürlich beeinflussen, wir tun es aber nicht. Wir sind uns dieser Dinge nicht bewusst. Aber wenn es dann soweit ist, wälzen wir das Risiko auf die Allgemeinheit ab. Wenn ich jetzt jemandem sagen würde, dann musst du anders leben, dann hält das schon für ein Eindringen in mein Privatrecht, Privatsphäre. Hat er ja auch recht. Aber ich kann das Eindringen in meine Privatsphäre nur dann zurückweisen, wenn ich bereit bin, die Folgen meines Handelns auch selbst zu übernehmen. Dieser Kontext ist aber unterbrochen. Wir kommen nicht weiter in diesem Land, überhaupt in Europa. Wir kommen auch in der westlichen Welt nicht weiter, wenn wir glauben, dass die vorhandene Situation so aufrechterhalten werden kann, obwohl die Welt sich grundlegend verändert. Und wir sind in den Euro gegangen und haben gesagt, wir sehen mal zu, ob es klappt. Es hat nicht geklappt und jetzt schiebt einer dem anderen die Schuld zu. Das macht keinen Sinn. Wir werden uns nicht von diesen Schulden befreien können, es sei denn, wir erklären alle zusammen Insolvenz. Nur dann kriegen wir nie wieder Kredite. Das ist alles Unsinn. Denn wir müssen das viel, ja, ich würde mal sagen, stringenter machen. Es ist nun mal notwendig, dass die Länder, die über ihre Verhältnisse gelebt haben, zu ihren Verhältnissen zurückkehren. Und das ist wie jemand, der auf einer Droge war und jetzt die Droge loswerden muss. Und das ist eine ungeheuer schmerzhafte Sache, bis man es geschafft hat. Wir können jetzt aber das Zwischenfeld, bis man es geschafft hat, nicht durch Augenhöhe oder sonst was definieren. Den Sachsen habe ich gesagt, als ich mein Amt aufnahm, sie müssten damit rechnen, dass das ein harter Weg wird. Dass sie vielleicht in einem Jahr vor der Staatskanzlei demonstrieren, weil sie glauben, sie könnten es nicht schaffen.
Aber wenn Sie es geschafft hätten, in 5 Jahren den ersten großen Schritt zu machen, dann wären Sie stolz darauf. Und so ist es auch gekommen. Ich bin nicht hingegangen und habe gesagt, jetzt müssen wir den Weg ebnen. Das Gegenteil. Und wir müssen den Spaniern erzählen, dass sie ihr Land verschandelt haben. Und das haben die Spanier gemacht, nicht die Deutschen, nicht die Franzosen, nicht andere. Indem sie idiotische Bauten aufgestellt haben, die jetzt alle leer stehen. Da nichts mehr wert sind, weil kein Mensch dahin will. Ich will auch nicht in so eine Geisterstadt wohnen, nur weil da eine Wohnung jetzt kaum noch was kostet. Das sind nun mal die Ursachen. Die Ursachen, Forschung ist für die Bewältigung eines Problems unverzichtbar. Und wenn ich jetzt aus Barmherzigkeit oder Rücksicht oder falscher, was auch immer, falschen Gefühlen, diese Aufklärung unterlasse, dann habe ich auch keine Basis für die Hilfe. Das ist überall im Leben, so ist auch hier so. Und es macht keinen Sinn, jetzt nach Wegen zu suchen, das zu erleichtern. Erleichtern heißt vertagen. Ja, und je länger das Übel andauert, umso schwerer ist es loszukriegen. So, wir haben hier noch bei dem Jungen. Ja, bitteschön. Also ich habe eigentlich eine Frage zu einer Problematik, die jetzt eigentlich wenig angesprochen worden ist. Und zwar wollte ich gerne wissen, was Sie konkret gegen die Jugendarbeitslosigkeit in diesen südeuropäischen Krisenstaaten tun würden. Also ich kann und die Deutschen können nur im ganz begrenzten Umfang etwas gegen die Jugendarbeitslosigkeit tun. Die Jugendarbeitslosigkeit ist eine besonders dramatische Folge der bisherigen Wirtschaft in diesen Ländern. Die Länder haben keine berufliche Ausbildung. Ein nicht unwesentlicher Teil der Arbeitslosigkeit, die in Deutschland nicht entsteht, entsteht in Deutschland weil wir das duale System haben, dass die jungen Leute auch mit dem Hauptschulabschluss aufnimmt. Wir haben viele Schulabbrecher, die können wir aber weder mit Geld noch mit staatlichen Befehlen wieder in die Schule bringen, sondern da sind wir auf die Mitwirkung der Zivilgesellschaft, das heißt der Bürgergesellschaft angewiesen, die muss damit helfen. Und in vielen Teilen Deutschlands beginnt das auch, dass sich Leute zusammentun und zu sagen, es kann doch nicht sein, dass bei uns 30, 40 oder 100 Leute in der Stadt, 100 junge Leute keinen Schulabschluss haben und deshalb auf Hartz IV angewiesen werden oder auf irgendwelche billig bezahlten Hilfsarbeiterstellen, wobei wir die meisten Hilfsarbeitertätigkeiten abgeschafft haben in Deutschland. Die gibt es gar nicht mehr, außer in der Schattenökonomie. Nein, es gibt keinen Quickfix, wie man das im Englischen nennt, für die Lösung solcher Probleme, die sich über Jahrzehnte angestaut haben. Man hat die jungen Leute genau wie alle anderen in die Bauwirtschaft gezogen. Irgendwer muss ja die Häuser gebaut haben. Und nachdem das zusammengebrochen ist, sitzen sie da und haben nichts mehr, weil niemand mehr baut. Wir haben wirklich, also ich habe jetzt gelesen, dass man also eine Kampagne der Regierungschefs beschlossen hat gegen die Jugendarbeitslosigkeit. Das kann man gerne machen, aber mit Geld alleine funktioniert das nicht. Wir müssen Unternehmer haben, die etwas unternehmen, damit etwas unternommen wird. Dieses Glied wird meistens ignoriert. Wir brauchen viele, viele Menschen, die, wenn auch nur in einfacher Form, denen in einfacher Form geholfen werden kann, durch Eigenkapitalzuschüsse. Da kann man was tun. Dann wird auch was getan. Also es wird viel mehr Eigenkapital für Neugründungen und sowas zur Verfügung gestellt als früher. Aber 25% junger Leute ohne Arbeit können sie nicht innerhalb von 1, 2, 3 Jahren von der Straße wegbringen. Da muss man sich was einfallen lassen, aber das muss man sich in Spanien einfallen lassen. Stellen Sie sich mal vor, wir gingen jetzt, Sie und ich und andere, dahin und sagen, ihr müsst den jungen Leuten jetzt, sagen wir mal, Arbeiten auf der Straße geben. Also ihr müsst die Straßen bauen lassen, ihr müsst die Kanäle reinigen lassen und so weiter. Da werden die Spanier uns fragen, seid ihr verrückt geworden? Wir haben eine andere Kultur als ihr. Also man kann Arbeit schaffen. Man kann es schaffen mit einem gewissen Zwang. Aber ob wir das wollen, Adolf Hitler hat das gemacht mit dem Arbeitsdienst.
und hat die Millionen von Arbeitslosen durch solche Tätigkeiten zunächst mal von der Straße gebracht. Und die Leute fanden das toll, bis sie gemerkt haben, was dahinter steckt. Wir können da nicht hingehen und solche Vorschläge machen. Wir können auch nicht hingehen und sagen, jetzt müssen 500.000 Spanier Unternehmer werden oder ein paar Hunderttausend, damit die jungen Leute wieder unterkommen. Nein, es ist viel schwieriger. Wir müssen jetzt mit Folgen einer langfristigen Fehlentwicklung zurechtkommen. In Spanien war es vollkommen klar, in Portugal war es klar, in Frankreich war es klar, dass die moderne Wirtschaft einfache Tätigkeiten immer weniger zur Verfügung stellt. Das ist so. In allen Ländern war es klar, dass die Wertschöpfung immer mehr auf Dienstleistungen übergeht, auf den IT-Bereich und so weiter und so weiter. Das ist alles bekannt. Und wenn das über eine längere Zeit ignoriert worden ist und wir jetzt plötzlich das Ergebnis haben, dann kann ich nicht einen Schalter umlegen und das Ergebnis ist weg, sondern ist gelöst, sondern da muss ich mit mühsamer Kleinarbeit das wieder aufbauen. Und das müsste die Bevölkerung zunächst mal merken und begreifen, es tut sie ja zum erheblichen Teil. Aber der Schmerz und das Ungemach, was damit verbunden ist, projiziert man eben lieber auf jemand anders als auf sich selbst. Und das ist ein normales Verhalten. Das ist das, was der Stärkere ertragen muss, wenn er hilft. Er muss helfen, aber er muss vernünftig helfen. Und das, was er an Hilfe gibt, muss Wirkungen haben können, wenn auch über 3, 4, 5 Jahre. Und in der Zwischenzeit muss man halt durch das Tal. Geht nicht anders. Mhm. Es geht wirklich nicht anders. Mhm. Es gibt keinen Quickfix. Es gibt schon gar nicht a free lunch, wie Sie wissen. Ich habe noch eine Frage im Publikum. So, eine Frage noch dann. Ja, hallo, ich wollte mal kurz an das Grundübel der ganzen Probleme anschließen, die Schuldenkrise. Und da wollte ich mal wissen, ob hier, wie Sie... Langsamer bitte, das Mikrofon langsamer? Ein bisschen weiter herunter. Runter, okay. Okay, langsamer. Also wie Sie die aktuelle Lage mit der Schuldenkrise sehen, denken Sie, dass die Notenbanken aus dem aktuellen Teufelskreis, in dem die ganzen Staatsanleihen der südlichen europäischen Staaten aufkaufen, also jemals rauskommen werden? Also das geht ja immer so weiter. Der Finanzmarkt, der hat sich schon fast vollständig von der Realwirtschaft abgekoppelt. Können Sie kurz und bündig die Frage langsam formulieren? Glauben Sie, dass die Notenbanken den Teufelskreis, den die aktuell eingeschlagen haben, irgendwann beenden können, also indem die endlos Staatsanleihen der ganzen Pleitestaaten aufkaufen, also seit 1, 2 Jahren geht das ja schon so. Glauben Sie, dass das irgendwann durchbrochen werden kann, dieser Teufelskreis? Okay. Nein, das glaube ich nicht. Jedenfalls gibt es zurzeit keinen Grund, das anzunehmen. Unsere Zinsen sind nach wie vor sehr niedrig, die Inflationsrate ist sehr gering. Das sind ja Indikatoren, dass da was schief gehen könnte. Die Zentralbank kann theoretisch das machen, was sie jetzt macht, was sie jetzt auch praktisch macht. Aber sie muss sehr aufpassen, dass es nicht aus dem Gleichgewicht kommt. Nur sie kann auch steuern. Es ist ja nicht so, dass das ein Automatismus ist. Allein die Tatsache, dass der Präsident der Europäischen Zentralbank gesagt hat, die Bank würde sowas machen, hat zu einer wesentlichen Beruhigung geführt. Und zwar einfach deshalb, weil die Leute gemerkt haben, die Kapitalgeber, also die Gläubiger, gemerkt haben, dass ihre Forderungen sicher sind. Und das ist eine Frage der Zeit, wenn die Zentralbank das so geschickt macht, dass die aufgenommenen Papiere, die durch neue ersetzt werden, die dann der Gläubiger bekommt, dass die dauerhaft ihren Wert nicht ganz verlieren, sondern in der Zeit nach dem Aufbau den Wert auch wieder gewinnen. Und dass sie dann, so wie wir das ja auch in Deutschland machen wollen, als Altschulden in einer besonderen Institution entsorgt werden, die dann über die langsame Inflation, die wir an sich nicht merken, 1,22% ist nichts etwas, was uns irritiert, und durch mehr höhere Steuereinnahmen so abgetragen wird. Also die deutsche Verschuldung von 2.000 Milliarden plus,
Die könnte man auf diese Weise abtragen. Konzepte sind alles schon vorgelegt worden. Und Schäuble hat diese Konzepte auch durchaus im Blick. Er kann nämlich alles auf einmal. Diese Entschuldung ist über eine Generation möglich, ohne dass die Generation dadurch in unmäßige Bedrängnis kommt. Und das muss auch anderswo passieren. Und dann brauche ich jemanden, der die Lücke schließt bis dahin. Der sie besser gar nicht entstehen lässt. Der also die Brücke baut, sagen wir mal, zu dieser langfristigen Lösung. Und das ist das, was die Zentralbank zurzeit versucht. Und das halte ich für richtig. So, dann bedanke ich mich jetzt bei Ihnen. Ich bedanke mich auch für diese Frage, weil Sie mit Blick auf die Institutionenproblematik hingewiesen haben, jetzt mit der Antwort auch von Kurt Biedenkopf, dass die EZB der eigentliche institutionelle Gewinner dieser Krise ist, eine starke Position eingenommen hat. Und wenn man von der Schwäche... Vorausgesetzt, es geht gut. Das ist diese Politik auf Sicht und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir konnten, meine Damen und Herren, heute Abend hier im Audimax der Uni Hildesheim nicht die Krise, die sogenannte Eurokrise, die gar keine Eurokrise ist, in Wahrheit eine Komplexitätskrise ist, nicht lösen. Aber ich denke, wir haben, das haben wir auch nicht, diese Absicht haben wir auch nicht gehabt. Aber ich denke, wir haben eines erreicht, das wäre gar nicht, wenn, Einsichten, Erkenntnisse zum besseren Verständnis dieser Krise. Und diese Erklärungen, diese Einsichten, diese Erkenntnisse sind notwendig, um überhaupt ein Gefühl zu bekommen, eine Vorstellung zu bekommen von den Grenzen und Möglichkeiten der Lösung. Ich möchte diesen Abend beschließen und nicht ohne zu enden, Dank zu sagen. Einmal Dank zu sagen dem Team des Instituts für Geschichte, meinen Mitarbeitern, die durch ihre Mithilfe und durch die Organisation und Vorbereitung auch diesen Abend ermöglicht haben. Herzlichen Dank. Danke auch unserem Sponsor, der Volksbank Hildesheim, Frau Suray, Herrn Siegers, für die stete wohlwollende Unterstützung. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Herzlichen Dank. Sie sehen, wenn Sie hinausgehen, auch Tische, wo die Programme der Europagespräche für das Wintersemester 13/14 schon stehen. Bedienen Sie sich. Wir freuen uns, wenn Sie kommen. Diese Programme werden zum Teil auch immer wieder erweitert durch prominentere Gäste, wie heute durch Kurt Biedenkopf. Und das führt mich zum letzten Dank. Danke, lieber Kurt Biedenkopf, dass Sie gekommen sind zu uns, gesprochen haben zu einem schwierigen Thema, freigesprochen haben. Sie sind ein wahrlich politischer Professor, ein politikwissenschaftlicher Professor. Sie haben auch geschichtswissenschaftliche, kulturwissenschaftliche Elemente eingebracht. Den Juristen wollen wir nicht ganz vergessen. Herzlichen Dank, Kurt Biedenkopf.